Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Und wir spielen heute eine Runde Chroniken der Engel. Und mit dabei die übliche Truppe, nämlich fangen mal bei der Anführerin an heute, Feda als Citariel. Hallo. So sieht's aus. Und der D-Rex als Daniel. Hallo. Lukis Vibe als Lyriel. Abend. Der Hodney als Inariel. Hallo. Und last but not least, Yamera als Liberiel. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid und eingeschaltet habt. Ja, wir spielen in einem postapokalyptischen zukünftigen Europa. Und meine Spielerinnen und Spieler spielen eine Engelsschar. Und ja, falls ihr noch nicht genug über das irgendwie Setting wisst, dann rate ich euch mal, die alten Streams noch ein bisschen nachzuholen. Da habe ich ganz viel darüber erzählt. Ein bisschen erinnert mich die Situation, die wir jetzt gerade draußen haben, ein bisschen an das Setting, so an die Grundlagen, nicht ganz krass, aber auch hier geht es um einen Virus, der ausgebrochen ist und die Menschheit bedroht hat. Und da hat es leider zur Apokalypse geführt und dazu, dass die Menschheit ins Mittelalter zurückgefallen ist, mehr oder weniger. Ich hoffe, das steht uns nicht bevor. Ja, und ich blende euch wie immer am Anfang nochmal die Karte von Europa ein, wie sie denn im Jahre 2654 aussieht. Unsere Engelsschar ist relativ frisch zusammengestellt und ist auf dem Weg gewesen von Roma Aeterna hoch ins Raguelsland. Das ist das heutige Skandinavien. Und ja, wie ihr sehen könnt, da ist eine Menge Wegstrecke dazwischen. Und unsere Engel sind auch nicht auf direktem Wege dorthin, sondern haben ein paar Umwege gemacht, weil sie Dinge erlebt haben auf ihrem Weg, die sie dazu gezwungen haben. Die letzte Station war Prag. Das ist der Hauptsitz des Ordens der Rameliten, des Engelsordens von Liberiel. Das sind die Engel, die sich mit dem Wissen und Wissensbewahrung beschäftigen. Und ja, der ursprüngliche Auftrag war, nach Raguelsland nach oben zu fliegen. Da gab es nämlich mal einen weiteren Engelsorden, den Raguelsorden. Das waren die Engel, die sich mit der vorsintflutlichen Technik beschäftigt haben. Und dieser Himmel und der Orden wurden leider vernichtet. Und das hat auch Liberiel beim letzten Mal ein bisschen herum. Ja, die hat sich ein bisschen schlau gemacht über das Land, wo ihr hinfliegt als Schar. Und hat das Ganze auch nochmal ein bisschen ja, herausgefunden, was es da, also nicht ganz genau um alles, was es da auf sich hat, aber hat so ein bisschen die Geschichte herausgefunden, was so passiert ist. Dass das Fegefeuer des Herrn der Fliegen über den Himmel hinweggezogen ist und wohl den Orden vernichtet hat, der sich mit der Technik befasst. Und was auch ganz interessant war, dass die Engel, die es zu diesem Orden gehört haben, wohl angeblich alle, ja nicht alle, aber die meisten davon entweder zurück zum Herrn gegangen sind oder verrückt geworden sind. Und ein ganz prominenter Fall hat Liberiel rausgefunden, ist der Engel Kaliel, der ja sogar einen Ketzerprozess in Roma Aeterna hat über sich ergehen lassen müssen und ja, freigesprochen wurde und dann irgendwie verschwunden ist. Und was natürlich auch noch bei den Rameliten, was hat Liberiel auch herausgefunden, ganz bedeutsam ist das Ordensbuch der Raguelliten, was man aus den Trümmern dieses Himmels irgendwie ja bergen wollte oder geborgen hat. Das wird sehr stark gesucht. Und zu irgendeinem Zeitpunkt vor eurem Antreffen in Prag scheint es auch mal in Prag gewesen zu sein, das Buch.
Und ja, der ganze Orden von Liberil ist da ziemlich hinterher. Aber das Buch ist nicht mehr dort und irgendwas hat Kaliel auch damit zu tun. Aber genaueres konnte Liberiel nicht rausfinden. Ja, und nun seid ihr halt auf dem Weg in den Norden, um dort das Raguelsland wieder für die Kirche, wieder, ja, damit die Kirche dort wieder einen Fuß fasst. Und die Menschen dort sind angeblich, weil das Fegefeuer durch das Land gezogen ist, in Scharen abgefallen vom Glauben an den Herrn. Und das geht natürlich nicht. Und deswegen muss man da eine volle Engelsschar erstmal hinschicken und da für Ordnung und Recht zu sorgen. Und vielleicht kann man nebenbei ja auch noch die Überreste des Raguels-Ordens ein bisschen sortieren oder, naja, in den Orden wird man, also in die Trümmer wird man wohl nicht reinkommen. Und weil die liegen in dem sogenannten Brandland, das ist das Land, was das Fegefeuer, wenn es vorbeizieht, hinterlässt. Das ist ein totes Land und wer dort hineingeht, fliegt, schwimmt oder taucht oder sonst irgendwie sich dann hineinbegibt, der kehrt nicht wieder. Und aus dem Brandland heraus kommt die Traumsaat, die bösen Kreaturen des Herrn der Fliegen, insektoide Monstren, die die Menschheit angreifen und bedrohen. Ja, also da war Liberiel sehr beschäftigt beim letzten Mal und hat einiges rausgefunden, hat davon aber noch nicht so viel mit ihrer Schar geteilt. Die hat währenddessen ja ein bisschen Sightseeing gemacht in Prag. Inariel und Lyriel waren ja unterwegs gewesen in der Stadt und haben sich Statuen angeguckt und Inariel war ein bisschen tauchen und hat merkwürdige Konstruktionen unter der Stadt im Wasser festgestellt. Große Ketten. Aber irgendwie, naja, ja, so richtig erforschen konntest du es nicht und ihr habt auch gar keine Zeit dafür, da genauer hinterher zu gehen. Und Cetaril ist, glaube ich, ganz froh, dass man die Stadt jetzt verlassen kann, weil es gibt dieses merkwürdige Brummen in der Stadt einerseits, was irgendwie so als hinterschwelliges Geräusch immer in der Luft liegt. Und besonders Inaril und Cetaril zu schaffen macht. Und Cetaril noch besonders, weil sie als Stimme der Schar die telepathische Verbindung zwischen allen aufrechterhält und diese enorm gestört ist und sehr viel Anstrengung kostet es Cetaril, um das da durchzusetzen. Und waren es im ersten Augenblick noch irgendwelche Stimmen, die irgendwie auf sie eindringen, hat Cetaril sich da jetzt ein bisschen drauf konzentrieren können beim letzten Mal und hat herausgefunden, dass es weniger Stimmen sind, sondern eher einzelne komische, schräge Töne. Und für uns, die wir hier als Spielerinnen und Spieler sind und ein bisschen älter schon, entpuppen sich diese Töne als ja, Modem-Töne, wenn ihr das noch kennt aus den 90ern oder Anfang der 2000er Jahre. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, Loki, oder du müsstest die Jüngste hier sein in der Runde. Kann das sein? Wer ist eigentlich von uns der Jüngste oder die Jüngste? Wer weiß? Wir werden es nie erfahren. Ich weiß, dass wir dreimal den gleichen Jahrgang hier haben. Immerhin, immerhin. Ich glaube, ich bin der Älteste. So viel schon mal vorweg. Naja, gut. Nein, Feder ist die Jüngste. Sicher. Feder ist die Jüngste, na dann. Aber mit dem Jahrgang kennt man Modems auch noch. Ja, genau. Deswegen war Citariel da ein bisschen ja, erpicht darauf, möglichst schnell wieder die Stadt zu verlassen. Ihr wart ja generell dort, um ein Buch abzugeben, was Liberiel auch gelesen hatte, was merkwürdigen Geschichten vollgeschrieben ist von irgendeinem merkwürdigen, prophetisch angehauchten Menschen, der herumzieht und Geschichten über Gott erzählt. Und ja, ihr habt mehrere Vermutungen angestellt, wer das denn sein könnte. Sogar so weit gegangen seid ihr in eurem Denken, dass es vielleicht irgendeine Art Engel gewesen sein kann. Oder eine Vorstufe davon. Naja, aber so richtig
ja, die Leute, die, denen ihr das Buch abgegeben habt, die waren ganz dankbar, dass sie es gekriegt haben, aber so richtig irgendwie große Begeisterungsstürme hat es jetzt nicht ausgelöst. Und dafür musste eine andere Engelsschar ihr Leben lassen. Merkwürdig, ja. Und ja, für Daniel ist die ganze Stadt hier generell ein bisschen eigenartig. Alles so mit Wasser und vernebelt und nicht vernünftig schützenswert und naja, alles so komisch. Und am Ende der letzten Session gab es dann auch nochmal eine schöne Szene, wo die Engelsschar beschlossen hat, sich in einem Gruppenraum zusammen zu waschen. Und da hat man ein bisschen gesehen, dass Inariel da ein bisschen Probleme hat mit dem Waschen. Warum auch immer. Nicht mit dem Waschen an sich. Das wollen wir mal hier feststellen. Genau. Wer das wissen will, was er da genau hatte, der kann beim letzten Teil nochmal vorbeischauen. Und dann könnt ihr das an Inariel erklären, dann freut er sich. Ja, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was ihr ergänzen wollt? Wir haben uns noch die Haare gemacht, aber das ist jetzt nicht genau. So wichtig. Ah ja, der Bibliothekar, der in der Bibliothek, mit dem ihr kommuniziert habt, der war ein begeisterter Hobbyfriseur, ja. Mhm. Ja. Uriel hat jetzt einen Undercut. Ich bin immer noch leicht sprachlos. Ja, ich habe immer noch irgendwo Drähte in meinen Haaren, die ich nicht rauskriege. Immerhin hast du noch alle Haare. Ja, das hätte der sich mal wagen sollen, mir die Haare zu schneiden. Er war versucht. Einen Undercut. Mhm. Nur die Beryl hat keine Frisur bekommen. Oh. Ja, du warst ja auch schwer beschäftigt. Das stimmt. Ja, und ich glaube, wir haben die letzte Session damit geschlossen, dass ihr abgehoben seid von der Flugplattform des Himmels, der immer noch ein bisschen, minimalst, aber ein bisschen schief steht. Was allerdings keinen zu stören scheint. Und ja, euch aufgemacht habt gen Norden. Ein ja. Gewaltflug oder wie habt ihr das geplant? Ja. Nicht wirklich ein Gewaltflug, aber einer, der die Ausdauer fördert, weil uns noch eine längere Strecke bevor besteht und dementsprechend müssen wir uns dran gewöhnen, lange Strecken am Stück zu fliegen. Ja, das sollten wir ja wohl schaffen, bis zur Küste zu kommen. Ja, jedenfalls habe ich das vor, genau. Da so ein Stück nördlich von Leipzig. Was wäre das? Magdeburg oder so? Wäre da vielleicht an der Küste? ja, nach da. Das ist komisch, das zu sagen, aber ja. Ja. Ja, wird wahrscheinlich Magdeburg sein. Magdeburg ist auch an der Elbe, ne? Ja, so viel, also ihr braucht auch eigentlich nur dem Fluss folgen. Also Prag liegt ja auf einem großen See, der gespeist wird tatsächlich aus dem Meer. Und wenn ihr diesem Zulauf irgendwie folgt, dann kommt ihr automatisch zur Küste. Und das ist gar nicht so weit weg. Von daher werdet ihr die Küste zumindest schon ziemlich schnell erreichen können. In dem Wissen, dass danach die Strecke über das Meer, wo es kein Land dazwischen gibt, sehr weit wird. Ja, ich führe sie an der Küste entlang nach Norden und achte da vor allem auf den Flug auf Liberia, denn ich muss das jetzt einschätzen können, wie es aussieht. Beziehungsweise wollten wir jetzt nicht unbedingt nur wir wollten ja eine bestimmte Stelle an der Küste ansteuern, und zwar die, von der auch aus die Schiffsverbindung nach Skandinavien läuft, nach Raguelsland läuft. Mhm. Ja. Also werde ich da immer mal neben Liberia und hinter ihr fliegen, um einzuschätzen, ob es geht oder nicht. Mhm. Ich hätte gerne eine Karte zur Einschätzung. Eine frühe Karte am heutigen Tag, aber gerne. Moment. Er wird wahrscheinlich gesagt haben, dass wir relativ hoch fliegen, damit wir uns direkt gewöhnen, wenn wir halt eine kurze Pause einlegen wollen in der Luft, dass wir da eine Strecke gleiten.
dass wir halt immer eine gewisse sehr hohe Höhe haben, damit wir dann halt, wenn es ein bisschen zu anstrengend ist, eine Runde gleiten können. Das 17. Arcanum, die Inspiration in aufrechter Bedeutung, Kreativität, Zuversicht, Selbstwert, Gefühl, Talent, Anleitung, Ausdrucksstärke, Innovation, Einfallsreichtum, Ausstrahlung, Manifestation, Charisma, Anziehungskraft, Instinkt, Vollendung, inneres Gleichgewicht, Spontanität, Lebendigkeit, Natur, Hoffnung, Erkenntnis und Bedeutung. Das hat schon mal anders ausgesehen. Das ist eine gute Karte. Das ist eine schöne Karte, finde ich nämlich auch. Ja, dann braucht sie eine Weile, um, also das erste Stück des Fluges bis zur Küste, das geht noch, das ist ja im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht, nur ein Katzensprung. Aber irgendwann fängt es halt an Liberils Kräften durchaus zu zehren und dann taucht halt auch Inaril an ihrer Seite auf und gibt Tipps zur Flügelstellung und wie sie die Flügel aufspannen soll und dass ich auf den Wind achten soll und leitet mich dann so ein bisschen von Luftströmung zu Luftströmung, wo ich wieder Auftrieb bekomme und dann eine Weile gleiten kann. Und auch wahrscheinlich Cetariel, die an meiner Seite fliegt oder hinter mir fliegt und auch noch Tipps gibt, weil sie hat Erfahrung mit geschwächten Flügeln zu fliegen. Von ihrer großen Narbe an der Schulter kann sie jetzt hier ihre Weisheiten kundtun. Und da macht sich auch Liberiels schwammartiges Verhalten bemerkbar, denn diese ganzen Tipps saugt sie auf, notiert die sich irgendwo auf einem riesengroßen orangenen Post-it, der bei ihr im Kopf hängt. Da kommt das alles draufgeschrieben. Und manchmal hat man so das Gefühl, jetzt, wo die Verbindung von der Schar auch wieder stärker wird, dass sie da immer so rüberschielt. Ah, ich falle, was muss ich machen? Ah ja, hier, der Flügel, weiter aufspannen. Wo ist der Muskel? Ach, da ist der Muskel, das muss weiter auf. Ich habe da einen Muskel, Moment. Ganz genau. Und dann entsteht so parallel auf dem zweiten Bild in ihren Gedanken so ein Muskelkonstrukt von einem Engel, wie das so aufgebaut ist. Und dann kommen ständig werden neue Zeichnungen von irgendwelchen Muskulaturen dazu gemalt. Ist das so ein Strömungsbild? Ja, Strömungsbild dazu, selbstverständlich. Luft muss drunter. Genau. Luft oben braucht einen langen Weg. Ah, Notiz da dran. Ja, das wird ihr Inariel aber nicht so erklären. Das macht ihr wissenschaftlicher Verstand, der setzt das dazu. Aber man merkt, dass sie versucht es ein bisschen zu deckeln, aber sickert so durch, dass sie Spaß daran hat, mit euch zu fliegen. Hier in der Schar fängt sie tatsächlich an, das kommt auch über diesen Kanal rüber, sich bei euch wirklich wohl zu fühlen und auch sicher zu fühlen. Und auch mit euch zu fliegen, sodass sie auch da sehr viel leichter wird offensichtlich. Das Fliegen ihr leichter fällt. Ja, eben schon vorweggenommen, die Verbindung wird in der Tat wieder besser, nachdem ihr den Prag verlassen habt. Auch Cetariels Kopfschmerzen gehen weg. Inariels merkwürdige Ohrenschmerzen auch, durch den Ton ausgelöst. Alles viel, viel angenehmer, sobald man sich der Stadt wieder, die Stadt etwas hinter sich gelassen hat. Ja, wenn ihr dem Fluss oder diesem Zulauf, es ist halt schon ein bisschen größer als ein Fluss, wenn ihr dem folgt, gelangt ihr tatsächlich an die Küste und Inariel fliegt dann weiter Richtung Norden, an der Küste entlang. Und ihr wart ja, glaube ich, fast alle schon mal am Meer stationiert oder so. Das heißt, vielleicht gibt es da irgendwie so ein bisschen Erinnerungen oder Heimatgefühle, das große, weite Meer zu sehen. Die salzige Luft zu riechen. An der Küste entlang ist auch relativ viel los. Ein Handelsweg geht da lang, auf dem man hin und wieder auch ein paar Leute mit Karren oder so, weiß von aus der Luft beobachten kann. Und bald gelangt ihr auch, wenn ihr irgendwie dann am Ende des Tages weitergeflogen seid, an eine etwas größere Stadt, wo ihr auch viele Schiffe auf dem Meer sehen könnt. Und wahrscheinlich wird es da einen Hafen geben. Aus der Ferne kann man es noch nicht sehen, aber wenn ihr euch nähert, kann man dann auch die Anleger ganz deutlich erkennen. Ist das der Hafen oder noch nicht unser Zielhafen?
Also hier gehen definitiv Schiffe Richtung Raguels Land ab, ja. Ich glaube, wir haben unseren Ort erreicht. Dann sieht so aus. Gehen wir mal runter. Das hast du sehr gut gemacht, Liberia. Das heißt, wir landen endlich? Ja, wir landen. Oh, ich gehe jetzt sofort zu so einem Gleitflug runter über. In der Stadt oder außerhalb? Ich glaube außerhalb, nicht wahr, Zitariel? Erstmal außerhalb, bitte ja. Bitte sag in der Stadt. Na, außerhalb. Ja, außerhalb der Stadt befindet sich ein leichtes Waldgebiet, nicht wirklich sonderlich dicht bewachsen, sondern eher so vereinzelte Baumgruppen mit immer wieder sehr vielen freien Flächen. Und man merkt, dass man hier auch Reisfelder angelegt hat oder Viehzucht betreibt teilweise. Das heißt, sehr viele Flächen sind gerodet oder halt umzäunt und auch hier sind Leute auf den Feldern unterwegs und scheinen noch zu arbeiten. Ja, dann in dem Wäldchen runtergehen. Sehr gut, das ging doch. Weißt du, Liberiel... Landen wir direkt zwischen den Bäumen oder landen wir vor dem Wäldchen? Vor dem Wäldchen. Gut. Kommt drauf an, sind da Menschen in Sichtweite? Die ich habe ja gerade gesagt, dass da noch Bauern auf den Feldern sind. Dann werden wir im Wäldchen landen, weil wir so oder so schon sehr viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ja, dann will ich ja so gerade runtergehen. Weil ich keinen Tumult vor dem Wald riskieren möchte. Will ich ja so gerade runtergehen, als ich dann von dir so dieses Gefühl von Nein spüre und dann ja uns zum Zentrum hin. So, ihr müsst dann jetzt, das Manöver ist ein bisschen schwieriger. Ihr müsst die Flügel einklappen und dann runter. Aber dann fällt man ja! Ja, wenn die Äste vorbei sind, kannst du sie auch wieder ausklappen. Das wird schon, ich flieg vor und fang dich im Zweifelsfall. Ich komm mit. Oder Daniel macht das, der ist kräftig. Der wird wahrscheinlich, als Inariel quasi dieses Manöver angesagt hat und er das wahrscheinlich auch schon tausendmal bei seinen Flugübungen im Himmel selber gemacht hat, einfach noch während Liberiel da ihre Panikattacken bekommt, wie so ein Pfeil an ihr vorbeizischen. Dicht gefolgt von Lyril, die ja auch eher in Wäldern unterwegs war mit ihrer ersten Schar und da sie ja auch gerne fliegt, auch nicht Engels. So große Flügel hat. Engelsgeschwader Manöver 1. Genau. Kolibri-Sturzflug. Ja, dann hinab. Ja, dann landet ihr zwischen den Bäumen. Tatsächlich vielleicht hört man von Liberiel, wenn sie durch die Bäume kommt, ein fieses Krachen und sie landet mit sehr vielen Ästen und noch mehr Laub unten auf dem Boden, sehr unsanft. Aber auf den Füßen. Nein. Vermutlich nicht. Also stehe ich dann so vor dir, halte dir so eine Hand hin. Alles gut. Weißt du, was der Vorteil vom Meer ist? Da gibt es keine Bäume. Yes! Juhu! Ja. Ich schiebe mal so ganz schnell die Gedanken aus meinem Kopf, aber Fallwinde, Stürme. Kein bremsenden Boden. Ja. Ja, vielleicht auch nochmal dieses eine Bild von diesem Ungeheuer, was euch irgendwie fast aufgefressen hätte, als ihr das letzte Mal übers Wasser geflogen seid. Tja, ja. Ja, aber sie keucht nicht so viel, wie sie sonst gekeucht hat, tatsächlich. Gut, ich finde, das habt ihr alle ziemlich gut gemacht. Und wisst ihr, das war schon der halbe Weg. Nur der halbe? Ja. Das Meer ist, wie gesagt, etwas größer. Ich würde vorschlagen, dass wir Folgendes tun. Inariel? Du wirst zur Stadt fliegen und von dort die Schiffsroute auskundschaften, um herauszufinden, wo die Schiffe entlang fahren. Wir werden uns kein bestimmtes Schiff anschließen können, weil Schiffe sehr viel langsamer sind als wir.
Das sind sie, ja. Deswegen wäre es gut, wenn wir wüssten, wo sie entlang fahren, damit wir uns ungefähr auf dieser Richtung halten. Es wäre gut, wenn die Menschen dich nicht bemerken. Gut. Und wir werden so lange hier warten und uns ausruhen. Ich kenne die Route. Ich habe sie auf Karten gesehen. Ich kann sie schon mal einmal teilen. Mhm. Also über dich. Ich denke, wenn er sie einmal sieht, kann er sie besser finden. Ich weiß nicht genau, wie das mit Karten ist und seinem Orientierungssinn. Urieliten wissen einfach instinktiv, wo es lang geht. Die haben da die haben auch Karten und so, aber eigentlich ist es eher so ein, man weiß es einfach. Menschliches Navi. Alles ein Taubengehirn. Klar. Ja, genau, ein Taubengehirn. Ich würde dann einfach mal die Karten, die ich mir ja in Prag noch angesehen habe, auch von Brüllheim und Umgebung, einmal jetzt in den Chat, wie Feder immer so schön sagt, reinschieben, damit alle die einmal sehen können. Und darunter ist halt auch diese eingezeichnete Schiffslinie, die ich in den Karten gesehen hatte. Mit dem Vermerk wahrscheinlich, was das für Güterschiffe sind, die da fahren. Ja, danke, das hilft auf jeden Fall. Aber ich werde es mir trotzdem anhören. Die Seemänner fahren die Route oft. Die wissen, wie die Winde stehen und sie wissen, ob es was zu beachten gibt. Ich kenne nur die Berichte, die ich gelesen habe. Da stand drin, dass die Passage wohl recht sicher sein soll. Also zumindest was Kreaturen vom Herrn der Fliegen betrifft. Gut. Und wir... wie geht's euch? Wollen wir einen ganzen Tag noch Pause machen? Morgen werdet ihr Muskelkater haben. Es heißt, dass man dann weiterfliegen soll. Aber vielleicht machen wir noch einen Tag Pause. Also Inaril ist es auf jeden Fall bewusst, der Flug, der über das Meer geht, also wenn ihr früh morgens startet und ganz spät abends, also wirklich, wirklich streng und schnell weit, ganze Zeit durchfliegt, dann kommt ihr am Abends an. Mhm. Was denkst du, Citari? Ein Tag Pause davor? Ja, ich denke, dass wir ihn benötigen. Und sobald du wieder zurückgekehrt bist, werden wir uns ausruhen und dann morgen relativ früh aufstehen, damit wir dieses Licht nutzen können. Gut. Dann mache ich mich auf den Weg. Und ich werde erst, ich gehe so ein paar Schritte auf den nächsten Baum zu. Dann sieht man schon, wie die Haare grünlich werden, dann, ja, Inariel verschwimmt, bis auf die Kleidung natürlich, die dann abstreift, vor dem Baum legt und er dann unsichtbar vor euch steht und sich dann auf den Weg macht. Wenn Citariel sagt, dass wir Licht brauchen zum Fliegen, ploppt bei Liberiel so ein Bild auf von einem Daniel, der vorne wegfliegt, mit seinem erleuchteten, entflammten Schwert und so ein Vergleich zu einem Leuchtturm dazu. Naja, es ist angenehmer für dich, im Licht zu fliegen, könnte ich mir vorstellen, als im Dunkeln. Ja, also Inariel verschwindet erstmal. Was machen die anderen? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ich würde schon mal eine kleine Feuerstelle vorbereiten. Wenn ich nicht aufgehalten werde, falls es viel Aufmerksamkeit bringt, was auch immer. Und dann nochmal Kräutervorräte checken, ob ich irgendwie nochmal was sammeln gehen kann oder so. Ich denke, ich würde mich und Daniel etwas oberhalb in den Baumkronen postieren, um zu sehen, ob vielleicht Menschen in den Wald kommen, weil sie gesehen haben, wie wir dort gelandet sind oder ähnliches. Um halt, wie gesagt, zu viel Aufsehen einfach frühzeitig verhindern zu können. Ich gehe Lyriel zur Hand beim Essen machen und Lager vorbereiten, wenn sie mich lässt. Klar. Und Daniel?
Ja, der hätte dann halt auch, wie Zitarel das quasi angeordnet hat, sich irgendwo eine erhöhte Position auf einem stabilen Ast in einem der Bäume gesucht und mal Ausschau gehalten. Mhm. Ich würde auch, während wir zusammen das Lager vorbereiten, Liberi immer mal so ganz, ganz zufällig, unauffällig am Flügel berühren. Ich meine, ihre Flügel sind ja sehr groß, die berührt man halt ab und zu. Und da so ganz unauffällig immer so ein bisschen Kraft reinschicken. Und, dass sie nicht ganz so fiesen Muskelkater hat, wenn man dann fliegt. Hm, auf einmal fühlt sich Liberiel viel fitter als vorher. Komisch. Dann wächst sie auch so ein bisschen und irgendwann so nach einer halben Stunde. Die Flügel sind gar nicht so schwer wie bei den letzten Flügen. Ich glaube, ich werde schon viel stärker, Daniel. Juhu! Und Liberiel pfeift so ganz unschuldig, während sie irgendwas kleinschnibbelt. Wenn Liberiel das tatsächlich irgendwie zu Daniel in den Baum hochruft, kommt er zurück. Dann bist du ja bereit für eine weitere Übung mit deinem Stab. Och nö! Ich mach gerade mit Liberiel das Abendbrot. Ich kann jetzt nicht. Dann nach dem Abendbrot. Aber nach dem Essen soll man ruhen und keine Kampfstunden tun. Dann liegt dir das Essen nicht schwer im Magen. Ja doch, genau darum soll man ja ruhen. Liberiel, du kannst das bestimmt erklären, warum man das machen soll. Ich kann dir auch erklären, dass ich das alleine hinbekomme. Ach, dann würde Daniel in dem Moment einfach mal aus dem Baum hüpfen und Liberiel mal im Prinzip schneller, als sie gucken kann, einfach den Stab aus der Hand ziehen. Du musst auf deine Waffe aufpassen. Wahrscheinlich musst du ihr das Ding nicht mal aus der Hand ziehen, weil sie es gar nicht in der Hand hat. Das liegt irgendwo bei ihrem Bündel. Völlig okay, vergessen. Dann wird das wahrscheinlich... wird er da mal so kurz hingehechtet sein, kurz aufgegriffen haben und dir zugeworfen haben. Ob du das jetzt fängst, überlasse ich dir mal. Nein, unverrecht nicht. Wirklich nicht. Ja, ich krieg eine Beule. Du musst doch viel mit deiner Waffe auf den Hintern. Guck Daniel kurz an. Eigentlich sollten wir uns die Wunden, die ich heilen soll, nicht gegenseitig verpassen. Deshalb muss Liberiel ja auch lernen, mit ihrem Stab umzugehen. Ah. Schnibbel, schnibbel. Na gut. Dann rappel ich mich auf mit diesem Stab in den Händen. So diese Grundstellung, wie ich sie damals in der, während meiner Ausbildung ganz zu Anfang mal gelernt habe. Was kein guter Stand ist, weil sie das kein Wissen ist, das sie wirklich jemals als wichtig abgespeichert hat, sodass sie, du siehst es schon auf den ersten Blick, einfach so ein Windstoß, es wäre ein leichtes für dich, so ein Schnitten, dann würde sie umfallen. Dann käme direkt erstmal so ziemlich mechanisch, wie Daniel das von seiner eigenen Ausbildung gewohnt ist, die Beine sind zu nah beieinander, breiter stehen, gerade stehen, Stab ordentlich mit beiden Händen halten, also so ziemlich militärisch Drill Anweisungen. Bei mir kommen gerade böse Erinnerungen an das letzte Mal hoch, dass jemand einen Charakter von Yamera das Kämpfen beibringen wollte. Sie ist nicht Nereida, sie ist nicht Nereida. Und ich habe die ganze Zeit verfluchen. Ich habe die ganze Zeit nur Mulan vor Augen. Wo dann auch, wo sie so ganz schief steht. Oh ja, oh ja. Und dann ausholt und alles um sie herum. Ich auch, in meinem Kopf die ganze Zeit. Ja, na, das ist mit dem Käfer irgendwo immer, ja. Und dann würde Daniel erstmal sehr, sehr vorsichtig, also für seine Verhältnisse vorsichtig, mit einem einhändig geführten Schwert sehr, sehr leichte Angriffsbewegungen machen, die dann Liberiel idealerweise abblockt. Zieh mir doch mal eine Karte, Koali. Aber gern. Sowas. Die arme Liberiel.
gucken, wem sie den Stock um die Ohren haut. Außer sich selbst. Wie gut, dass ich im Baum sitze. Das dritte Arcanum, Roma Aeterna in aufrechter Bedeutung. Wachstum, Fruchtbarkeit, Weisheit, Machtzentrum, Prophezeiung, Nächstenliebe, spirituelle Essenz, Heilung, Speisung, Gefühl, Schöpfung, Gleichgewicht und Heimat. Oh. Also zumindest landet sie nicht wieder ohne weiteres auf ihrem Hintern. Mit deinen Anweisungen, wie sie sich hinstellen soll, findet sie auch ihr Gleichgewicht, sodass sie nicht bei jedem Schritt wieder auf dem Boden landet. Aber du siehst einfach, dass das, ja, sie kann und oder sie kennt zumindest die Grundbegriffe, um mit diesem Stab umzugehen, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben, sag ich mal. Das ist noch sehr ausbaufähig. Und was du aber merkst, ist, dass sie sehr zögerlich ist, deine Schläge zu parieren oder dich selber anzugreifen. Und immer wieder von dir kommt, oh, Entschuldigung, war das zu doll? Einfach um dir nicht weh zu tun. Oder wenn der Stab zu sehr ihr entgleitet und zum Beispiel in Lyries Richtung geht, dass sie den ganz schnell wieder an sich ranholt und sich jedes Mal anfängt zu entschuldigen. Wahrscheinlich hat Liberiel dann, wenn sie dann mal wieder dieses Oh, Entschuldigung sagt, noch nicht mal wirklich getroffen, weil Daniel so nahezu jede Bewegung irgendwie vorhersehen kann und eigentlich so matrixmäßig immer in die passende Richtung ausgewichen ist. Es ist ein Anfang. Du wirst gegen einen Menschen zumindest nicht zu Boden geworfen. Danke. Glaub nicht. Du musst eins werden mit dem Stab. Dein Stab muss eine Verlängerung deiner Arme werden. Das hat Furoriel auch immer gesagt. Das war meine Gabrielitin in meiner ersten Schar. Aber sie war dabei nicht zu nett, sie war immer sehr aufbrausend. In einer echten Kampfsituation wäre das auch nicht das, was du parieren müsstest. Was? Okay. Also, eigentlich sind wir nicht für den Kampf da. Ich versuche dann, oben zu fliegen oder nicht beim Feind zu fliegen, um zu gucken, was der macht und euch das über Cetharie mitzuteilen. Und wenn ein Feind unsere Linie durchbricht und vor deiner Nase steht, wirst du dich zumindest verteidigen müssen. Deshalb hast du einen Stab und kein Schwert. Ja. Dann fliege ich ganz schnell weg. Du siehst wahrscheinlich bei Daniel tatsächlich mal sowas wie ein Schmunzeln auf dem Gesicht. Vielleicht sieht das auch ein bisschen gruselig aus, weil du das absolut von ihm nicht gewohnt bist. Es tut mir leid, ich weiß, ich bin zu langsam zum schnellen Wegfliegen. Deshalb lernst du mit deinem Stab zu verteidigen. In Ordnung. Was macht denn Cetharie, während die da kämpfen und sich amüsieren? Du bist gemutet. Wie gesagt, zum einen die Menschen beobachten, ob die Landung der Schar irgendwelche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Sie sitzt so zu großen Teilen in der Baumkrone drin, wo sie aber noch so gerade über die anderen runtergucken kann, auf das Feld. Und während die anderen sich quasi vergnügen, hat so ein Auge auf Inariels Bildschirm, was er so mitbekommt. Und wird dann irgendwann die Verbindung bis auf so ein Minimum runterdrehen, dass sie halt relativ viel Freiraum hat und allein ist. Und dann einfach still und leise anfangen zu beten. Und sie wird sagen, Vater, ich hoffe, du schaust im Moment auf uns herab und siehst, dass wir nun endlich auf unserem vorbestimmten Weg angekommen sind.
Ich bitte dich, unterstütze uns bei dem Überflug über die See. Wir werden unser Bestes geben und bitte gib Tiberia die Kraft, dass sie den Flug unbeschadet übersteht, dass wir nicht in einen Kampf verwickelt werden und heil auf der anderen Seite ankommen, damit wir dort deinen Willen und dein Werk vollbringen können. Sollte es unser Schicksal sein, auf der Reise über dem Meer zu sterben und zu dir zurückzukehren, lass unseren Tod sinnvoll und hilfreich sein für diese Welt. Und dann würde sie ein paar Momente einfach hoffnungsvoll im Baum sitzen und warten auf ein Gefühl, auf eine Antwort, auf irgendwas, was ihr signalisiert, dass Gott ja gnädig mit ihr ist. Du hörst aus der Ferne Glockenschlag. Dann nimmt sie das als positives Zeichen, das erste seit langem. Und in dem Moment ist es so, als würde so ein schweres Gewicht so nicht mehr ganz so schwer auf ihren Schultern sitzen, sondern sie atmet einmal tief auf. Ja, der Glockenschlag hat angefangen, als Inariel schon die Stadt erreicht hatte. Sich ein bisschen irgendwie an den Stadtmauern entlang fliegt und ein bisschen Überblick verschafft wahrscheinlich, was da so los ist. Die Stadt scheint in hellem Aufruhr zu sein wegen irgendetwas. Wenn du jetzt so an der Stadt entlang fliegst, kannst du tatsächlich auch mehr bemerken, was denn da los ist. Also die Glocken schlagen die Türme werden besetzt, die Mauern. Leute laufen irgendwie aus oder in ihre Häuser, je nachdem. Und auf der anderen Seite der Stadt, so also quasi auf der anderen Seite der Stadtmauern, also nicht aus der Richtung, aus der ihr gekommen seid, sondern von der anderen Seite aus, die Küste entlang, ist eine große Anzahl Reiter, die nach Süden auf die Stadt galoppieren. Citariel, die Stadt wird angegriffen. Was? Die Stadt wird angegriffen. Citariel, kommt. Ihr müsst alle kommen. Daniel? Ja? In dem Moment, so der Stab so... Wahrscheinlich kriegt Daniel tatsächlich in dem Moment das erste Mal von Liberia auch richtig ein vor dem Deckel. Es tut mir leid, entschuldige, ich hat das wehgetan. Und dann hast du so die Hände im Gesicht anguckend. Das wollte ich nicht, entschuldige. Die Stadt wird angegriffen. Sammel die anderen ein. Nehmt die Nariels Klamotten mit. Und seine Waffen. Mein Bogen. Citari, ich brauche meinen Bogen. Ja. Und meine Hose. Bitte vergesst meine Hose nicht. Du kämpfst jetzt nackt. Nein, tatsächlich. Ich brauche eine Hose. Tatsächlich kriegt ihr das jetzt auch über den allgemeinen Kanal mit. Und ich werde direkt die Bilder übermitteln, die Inariel mir schickt. Ja. Ich möchte dann das tun, wofür ich da bin. Und zwar den Reitern entgegenfliegen und die sehen mich nicht, hoffentlich. Und auskundschaften, was das für Leute sind, wie viele das sind und wie gut die Stadt verteidigt ist. Also das merkwürdig ist, bei einem Angriff hätte jetzt Inariel damit gerechnet, dass man die Stadttore schließt und so. Aber das Gegenteil passiert, es werden die Tore weit aufgemacht. Oh, ups. Und als Inariel dann auch über die Reitersgruppe hinwegfliegt, es sind ungefähr 2,5 Dutzend Reiter, siehst du auch Ordensbanner des Ramiels-Ordens. Ich habe das vielleicht falsch interpretiert. Machst du das quasi im öffentlichen Channel sozusagen?
Dann würde nämlich Lyriel, die gerade wortlos mit einem Tuchfassel so den Kessel vom Feuer nehmen wollte, um es dann auszumachen, den Kessel einfach nur wieder hinhängen und weitermachen. Das Tuch zur Seite. Ist das legen. Sowas, was zwischen den Zeilen steht? Ja. Also besteht keine Gefahr? Ich weiß es noch nicht. Wir bleiben erstmal hier. Aber ich schaue mich weiter um. Ich versuche rauszufinden, was damit los ist. Ja. Citariel kann jetzt auch sehen, wie die Leute von den Feldern Richtung Stadt laufen. Versuch herauszukriegen, was sie hier wollen. Ja. Welches Banner hat die gleich? Das Ramiels-Banner, also von Liberiels. Mhm. Weil es ist ja auch Ramiels Land hier, von daher. Ja. Dann, ich fliege mal auf das Torhaus. Ich denke mal, da sehe ich am besten und höre vielleicht auch, was hier passiert. Ja, also die Reiter, die ankommen, sehen dir sehr wenig nach irgendwelchen Monarchen oder sonst irgendwelchen kirchlichen Vertretern aus. Das sind eher, Templer sind es auch nicht. Aber sie sind gerüstet auf jeden Fall. Also sie haben teilweise schwer beschlagene Lederrüstungen an. Also etwas, womit man sich schon ein bisschen besser bewegen kann. Nicht volle Platte oder so, weil es gibt eh selten Metall und so. Von daher wahrscheinlich eher Lederzeug. Auch von der Rüstungsmachart her für Menschen wahrscheinlich eine relativ schwere Reiterrüstung. Und tragen auch Lanzen und Waffen bei sich. Und einer von denen halt so einen Ordensbanner mit dem Engel mit diesem aufgeschlagenen Buch, was halt das Ramiels-Zeichen ist. Und aber auch der sieht nicht aus, als wäre jetzt irgendwie ein Monarch oder so. Also keinerlei sonstige kirchliche Insignien zu sehen. Und auch die Ausrüstung sieht schon ein bisschen heruntergekommener aus als jetzt diese prunkvollen Templer, die du schon öfters irgendwie in Rumaitana oder auch bei dir zu Hause oder jetzt gerade in Prag gesehen hattest. Naja, ja, ich habe schon mal Templer gesehen, die nicht so nett aussahen. Ich beobachte das mal weiter. Ich bleib mal so am Kopf der Reiterschar. Versuche, wie gesagt, rauszufinden, was die vielleicht zu sagen haben. Auch wenn die Menschen, die ihnen offensichtlich aufgeregt entgegenkommen, ob die irgendwas sagen. Ja, der vorderste Reiter ist ein sehr markanter Mann mit einem kantigen Gesicht, ohne Haare, hat eine Augenklappe. Und man sieht noch so die Überreste von einer großen Narbe, die sich so unter der Augenklappe nach oben auf die Stirn zieht und über die Wange auch. Und sehr, sehr bullig, ein Stiernacken und sitzt gerade sehr geübt auf dem Pferd reitet vorne weg und scheint auch Kommandos zu rufen und hat seine 2,5 Dutzend Leute, und also Männer und Frauen kannst du erkennen, gut im Griff anscheinend. Die scheinen jetzt irgendwie, jetzt wo sie sich der Stadt nähern, mehr Informationen zu reiten. Vorher waren sie eher so ein bisschen durcheinander. Jetzt scheinen sie eine Formation anzunehmen, dass sie durch das Tor passen. Und die Leute aus der Stadt, ja, die machen gar nicht so viel, außer dass sie irgendwie versuchen, die Straßen frei zu räumen. Und du hörst irgendwo den Ruf Beutereiter. Sehen die aus, als wären die irgendwie in Kampfhandlung gewesen? Also ist jemand verletzt? Sieht man Blut oder sowas? Nee, gar nicht. Also manchmal sieht man noch Abnutzungserscheinungen auf einem Schild oder so. Also, aber die haben irgendwann bestimmt mal gekämpft, aber jetzt gerade siehst du keinen Verletzten. Haben sie denn Beute dabei? Große Säcke, Packpferde, irgendwas? Wir haben ein paar Packpferde dabei, ja. Und vor allen Dingen einen Karren auch dabei, der etwas größer ist, der aber abgehangen ist, also wo du nicht reingucken kannst. Naja.
Ich, Zitariel, was sind Beutereiter? Weiß ich, was Beutereiter sind? Soll ich dir mal eine Karte ziehen? Ja, zieh mir mal was. Ich meine, ich war bisher eigentlich nur in Kriegsgebieten eingesetzt. Also schauen wir mal, was die Karte sagt. Oh, das ist die gleiche Karte wie eben. Also Wachstum, Fruchtbarkeit, Weisheit, Machtzentrum, Prophezeiung. Müsste ich ja dann jetzt eher interpretieren, wie viel du davon weißt. Naja. Also du weißt auf jeden Fall, dass das keine, also das sind, schwierig zu sagen. Es sind Abgesandte der Kirche, aber es sind keine wirklichen Kirchenvertreter. Also die handeln im Auftrag der Kirche, wenn es denn wirklich Beutereiter sind. Und zwar sind die, so richtig weißt du gar nicht genau, was die machen. Die ziehen irgendwie umher und treiben Steuern ein für die Kirche. Das ist das, was Zitariel weiß. Das sind, nun ja, sie gehören nicht zum Kernstab der Kirche, aber sie handeln in ihrem Auftrag. Sie treiben Steuern ein für die Kirche. Aber was genau das ist, weiß ich nicht. Ich werde es mir mal anschauen. Mach das. Ja, dann ich bleibe auf den Hausdächern, bis die irgendwo den Karren abstellen. Die reiten durch, bis auf den, durch die Hauptstraße vom Tor, bis auf den Marktplatz und nehmen dann irgendwie, stellen die Pferde vor eine, wahrscheinlich ist es eine Gaststätte oder so. So viele sind da, dass sie da gar nicht alle reinpassen. Einige bleiben einfach auf den Pferden sitzen, aber die vorne weggeritten sind, die Hauptmänner oder Hauptfrauen, stellen da ihre Pferde ab, steigen ab. Und es kommt auch aus der örtlichen Kirche, die natürlich auch irgendwie am Marktplatz ist, kommt eine Frau gelaufen und weiß ausgebreitete Arme und ruft denen irgendwie Begrüßungsworte zu. Und der Mann mit der Glatze und der Augenklappe nickt nur kurz und anerkennt und erwidert das halt auch mit sehr wohlwollenden Worten. Und dann verschwinden die erstmal, zumindest der Großteil der Reiter, mit den Leuten in der Taverne. Ja, dann fliege ich mal runter zu dem Wagen und schau mal unter die Plane. Der Wagen ist soweit leer, aber du hättest nicht erwartet, dass er so ist, wie du ihn vorfindest. Also es ist kein normaler Planwagen, der ist verstärkt mit Eisen und ist eher so ein Käfigkonstrukt unter den Planen. Ist da jemand eingesperrt? Nein. Zitario ist leer. Vielleicht können sie hier Ketzer einsperren oder so und vor Gericht bringen. Vielleicht kommen dort auch Tiere hinein. Wie gesagt, ich weiß nicht so genau, was die Abgaben sind an die Kirche. Sitzt Zitariel noch auf dem Baum und guckt Richtung Stadt oder ist sie zurückgegangen? Mhm. Nee, ich sitze wieder auf meinem Posten und habe quasi Dingskirchen Inariets Sichtfenster bei mir auf so einem holographischen Schirm. Also ich sehe selber und ich sehe halt auch seins vor dem geistigen Auge. Ich mache beides gleichzeitig. Dann kannst du sehen, dass sich eurem kleinen Wäldchen zwei Gestalten nähern. Über die Reisfelder ziemlich schnell. Eine große und eine kleine. Okay, ich behalte ihn mal im Auge. Ja, vergeht eine Zeit lang irgendwie, die stolpern relativ, versuchen schnell zu laufen und da man ja diese Reisfelder sind immer so ein bisschen unter Wasser, ne, ist halt immer ein bisschen schwer da drin vorwärts zu kommen, scheinen sehr in Eile zu sein, sehr hastig und irgendwie als sie näher kommen, erkennst du eine Frau mit ihrem kleinen Kind.
irgendwie 8 Jahre oder so alt. Okay. Erreichen dann irgendwann die Waldkante. Und ja, so 3-4 Baumreihen, bevor dein Baum ist. Ja, bevor die jetzt hier reinläuft und mich in meine Schar findet, würde ich dann mal abheben, um quasi bei ihnen zu landen. Mhm. Währenddessen ist bei Enariel wird es wieder etwas geschäftiger. Der, es fangen wieder an, die Glocken zu läuten. Und zwar diesmal in einem leicht anderen Takt. Und wie von selbst kommt Bewegung in die Stadt. Irgendwie die Reiter kommen wieder auf das Marktzentrum Stück zurück. Da hat man dann inzwischen so ein kleines Podest aufgebaut. Und der Mann mit der Glatze stellt sich da drauf und ein paar andere von seinen Reitern entrollen so große Banner, wo auch nochmal das Ramielsorden drauf ist und auch so Darstellungen von anbetenden Leuten, die vor einem Engel niederknien. Und dann fängt er irgendwie so eine Art Predigt oder sowas an. Irgendwie gute Leute, es ist mal wieder die Zeit des Jahres, an der ihr euren Tribut zollen müsst und so weiter. Und dann erzählt er was davon, wie wichtig ihr Beitrag ist, um die Kirche und den Herrn zu stärken und so. Da hat die Loki absolut recht, ja. Wenn sie tatsächlich kein Latein reden, wird es schwierig. Ja, die sprechen kommen, ja. Aber nichtsdestotrotz ist mir gar nicht so wichtig, was sie sagen, sondern ich möchte mal wissen, wie die Leute reagieren. Ist das so ein, schön, die Leute sind die Beutereiter sind da, juhu, oder sind sie angstvoll oder respektvoll oder sowas? Ich möchte mal die Stimmung, die hier in der Stadt herrscht, einschätzen. Es ist eher so gemischt. Es gibt ein paar, die ein bisschen fröhlicher sind, ein paar andere eher nicht so. Und vor allen Dingen siehst du, was definitiv auffällt, ist, dass so einige junge Familien halt auf den Marktplatz kommen und sich ziemlich im Zentrum versammeln. Ziemlich im Zentrum, das ist ein bisschen gefährlich. Aber ich versuche mich trotzdem so ein bisschen auch auf dem Marktplatz mitzustellen, versuchen, dass mich keiner anrempelt. Das könnte unangenehm werden. Aber ich möchte wissen, was sie sagen. Verstehe ich eh nicht. Ja, vielleicht ein paar Brocken wirst du wahrscheinlich auffangen, aber das ist halt jetzt gerade bestimmt von dem, was der glatzköpfige Mann da redet. Er ist ziemlich laut. Na gut. Was du wohl mitkriegst, ist, dass einige Frauen Tränen und Männer auch irgendwie Tränen in den Augen haben und so ihre Kinder festklammern. Ja, das verstehe ich nicht so richtig, aber ich eine erhöhte Position suchen und dem weiter zugucken. Ja. Zitariel, warum sind die traurig? Ich link dir mal kurz Liberia dazu, ich muss mich gerade um was anderes kümmern. Was? Ja, gut. Hallo, Liberia. Ja, hallo. Das sieht spannend aus. Oh, was reden die denn da? Verstehe sie nicht so gut. Hält eine Rede. Sie müssen Dinge abgeben. Oh, und die Menschen haben nicht viel, deswegen sind sie vielleicht traurig. Liberiel hat sich ja mit Diplomatie und solchen Dingen beschäftigt. Sagt dir das Konzept von Steuern etwas? Ja, bestimmt. Ja, vielleicht. Aber die Kirche würde bestimmt nicht was nehmen, was sie nicht haben. Es gibt dann festgeschriebene Dinge, was sie abgeben müssen. Wie viel davon? Das braucht die Kirche, um die ganzen Personen, die in den Kirchen arbeiten und die Templer, die für die Kirche kämpfen und die Armeen zu unterhalten, damit alle Soldaten zu essen haben und auch ihr Engel. Die Hirse wird unter anderem von den Bauern abgegeben als Steuern. Na, das ist doch gut.
Ich schaue mir das mal weiter an. Ja. Was machen Daniel und Lyriel? Also ich würde jetzt erstmal damit weitermachen, was ich mache, aber schon auch so ein bisschen aufmerksam. Ja, alles, ich sag mal, aufschnappen wollen, was ich kann, aber ansonsten, ich bin keine Diplomatin, ich kann da nicht viel helfen. Von daher erstmal weitermachen. Ja, für Daniel ist das auch eine sehr irritierende Situation, weil er ja erst quasi zum Angriff gerufen wurde und jetzt ist doch nicht und das ist irgendwas, das verwirrt ihn, das kennt er so nicht, also so halt, stopp, war ein Irrtum und der Tiger hat jetzt quasi so auf heißen Kohlen einfach durch unser Lager in Anführungszeichen, hat sein Schwert schon im Arm und wartet eigentlich nur darauf, dass jetzt irgendwie kommt, doch ein Irrtum, Angriff. Ja, wenn ich dich auch mal so aus dem Augenwinkel vorbeitigern sehe, würde ich dir so irgendeine kleine Aufgabe geben. Ach Daniel, kannst du die Pilze schneiden? Was weiß ich. Dem Flammenschwert. Ich war grad, sind sie gleich geröstet? Ich habe die ganz Tage genau wieder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt hier, Swedish Mealtime, dieses Swedish Ordinary Mealtime, da gibt es einen YouTube-Kanal, der vor Jahren mal in war, die so Heavy Metal Kochen machen. Die haben auch immer Zwiebeln mit einem Katana geschnitten und so. Ja. Also, wenn du ihm dann da so eine Aufgabe wie Zwiebeln schneiden oder Kartoffeln schälen oder irgendwas in der Art gibst, dann wird er sich dann halt auch da zu dir ans Feuer setzen, wird hoffentlich von dir irgendwas wie ein kleines Messer bekommen haben, damit ist er aber total unbeholfen und bricht sich quasi beim Schneiden, Schälen so richtig ein ab, weil das viel zu feinmotorisch für ihn ist. Ich sehe ihn gerade so richtig mit Zungenspitze draußen. Ja, also Citariel fliegt dann herunter von ihrem Baum und will vor den beiden Personen landen? Oder hinter? Ja, oder wo? Ich möchte sie quasi davon abschneiden, im Wald zu verschwinden und auf meine Schar zu stoßen. Also werde ich irgendwo vor ihnen landen. Ja, dann werden die irgendwie zurückzucken natürlich und überrascht sein. Und die Frau nimmt dann so ihr Kind so irgendwie so fast unter ihren Rock so zum Verteidigen. Du merkst, dass sie deutlich zitternd irgendwie vor dir zurückweichen. Beruhigt euch. Warum flieht ihr? Welche Sprache sprichst du? Kommen. Die schlägt ein. Okay, kommen verstehen sie natürlich. Wow. Er fängt nicht an, sich zu entspannen, sondern schaut dann irgendwie mit leicht verheulten Augen in dein doch ja sehr engelshaftes Antlitz. Als Michaelitin, ihr bist ja nochmal doppelt ausdrucksstark. Und ja. Wirft sich dann auf den Boden und meint dann, Verzeihung, Verzeihung. Es war nicht so gemeint. Wir gehen zurück. Ich verstehe nicht. Wir wollten nicht weglaufen, ganz bestimmt nicht. Aber es sah so aus, als würdet ihr vor etwas fliehen. Nein, gar nicht. Ich würde gerne mal meine Stimme verändern, damit sie nicht so eine Angst vor mir hat, sondern damit sie mir gewogen ist und sich beruhigt und freier heraussprechen kann. Und dann würde ich sagen, der Herr ist mit dir. Beruhige dich. Was ist geschehen? Gar nichts. Aber etwas hat dich erschreckt. Sonst würdest du mit deinem Kind nicht jetzt über die Felder laufen, nicht wahr? Ja. Also was ist das? Vor was fliehst du? Will man dir ein Leid antun?
Nein, nein, alles ist so, wie es der Herr eingerichtet hat. Wir gehen zurück. Soll ich euch begleiten? Nicht nötig. Vielleicht ist es gefährlich hier draußen. Danke, aber nicht nötig. Sehe ich das Kind? Sie hat sich ja gerade zu mir auf den Boden geworfen. Das ist ja irgendwie so zurück hinter sich irgendwie. Dann wie gesagt, ich mal so fast so halb unterm Rock versteckt. Ich würde mal so zwei Schritte um sich herum machen, zu dem Kind gehen, mich in die hinhocken und ihm ja, oder ihr die halt Hand in die halten. Nur wesentlich kleiner, also unwesentlich kleiner als du. Und ich würde ihn anlächeln und ihm die Hand hinstrecken und sagen, wie ist dein Name? Schaut dann zuerst zu seiner Mutter an. Jeffrey, Herrin. Willkommen, Jeffrey. Möchtest du mir erzählen, was dir so Angst macht? Ich habe keine Angst. Natürlich nicht. Du bist ein sehr tapferer junger Mann. Möchtest du mir erzählen, vor was du deine Mutter beschützen möchtest, dass sie hier mit dir über die Felder läuft? Ich weiß es nicht. Wir wollten spielen im Wald, nicht wahr, Mama? Ja, spielen. Im Wald. Mhm. Man merkt so eine leichte Anspannung, dass die Mutter gerade versucht, möglichst irgendwie abzuwägen, was sie gerade sagt. Ich merke das auch. Ich würde Jeffrey so über den Kopf streicheln und dann mich zu seiner Mutter umdrehen. Ich habe das Gefühl, dass ihr nicht lügt, aber etwas verschweigt und doch lügt und die Wahrheit sagt. Wie kann das sein? Ist Lüge nicht eine Sünde? Ja, das ist sie. Also wie kann alles in Ordnung sein, wenn du und dein Kind hier sind, anstatt in den sicheren Mauern der Stadt? Wie kann alles in Ordnung sein, wenn du zitterst und dich vor mir auf den Boden wirfst und dich entschuldigst, obwohl ich euch von gar nichts bezichtigt habe? Dann seid ihr nicht hier wegen der Steuer? Ich bin hier, weil Gott will, dass ich hier bin. Und einen unverständlichen Gesichtsausdruck. Die Wege des Herrn sind unergründlich und offensichtlich wollte er, dass ich auf euch treffe. Was sollen wir jetzt machen? Nun, warum fliehst du wegen der Steuer? Stottert ein bisschen herum. Ich wäre dran zu bezahlen. Und du bist nicht bereit, deinen Anteil an der Kirche zu tun? Ähm,
Ich weiß, dass das Unrecht ist. Verzeihung. Was musst du bezahlen? Den Zehnten? Den Zehnten von was? Ihr wisst nicht? Ich will, dass du es mir sagst. Wir wären dran. Jeffrey wäre dran. Es ist in dem Moment, in dem bei Citaria die Emotionen ausgehen, während ihr Kopf anfängt zu arbeiten und sie einen Moment einfach nur schweigend da sitzt. Warum denkst du, dass es schlecht wäre, wenn dein Sohn zur Kirche geht? Die kommen nicht wieder. Nun, sie werden dort gefüttert und erzogen und werden irgendwann dort eine Aufgabe kriegen, nicht wahr? Aber sie werden nicht hier sein. Und du denkst, hier könnte er Größeres vollbringen als... Ist mein einziger Sohn. Und er wird dein Sohn bleiben. Aber ich werde ihn nie wiedersehen. Ein Abschied wird so oder so irgendwann kommen. Sehr wohl. Ich drehe mich nochmal zu Jeffrey um. Und würde dann eine Holzkette ausziehen, an der das Engelskreuz der Angelitischen Kirche hängt. Und sie ihm über den Kopf legen und ihm in die Augen schauen und sagen, wenn Gott uns ruft, dann geschieht dies nie ohne Grund. Wenn es also deine Aufgabe ist, der Kirche zu dienen, dann ist dieser Weg vorherbestimmt und er wird der richtige sein. Ja, das Kind, viel Gutes das tun. Kind grinst und lächelt dich an und ist fröhlich. Du wirst wahrscheinlich viel Gutes tun. Und wer weiß, vielleicht kommst du irgendwann nach Roma Aeterna und darfst höchstpersönlich dienen. Das wird toll. Ein Leben im Dienste Gottes, einem viel abverlangen. Zum Beispiel, dass du Abschied von deiner Mutter und deiner Familie nehmen musst. Aber es wird dir auch einiges geben. Brüder und Schwestern im Glauben. Eine Aufgabe, eine Bestimmung. Halte daran fest.
bei Inaril auf dem Marktplatz fangen jetzt an, die Familien sich so aufzustellen in einer Reihe, so mit den Kindern so vorne dran. Und der Mann mit der Glatze hat anscheinend seine Rede beendet und schickt einen von seinen Adjutantinnen nach vorne. Und die läuft so die Reihe nach und schaut sich so jedes von den Kindern einzeln an und tippt dann einigen so auf die Stirn. Und die Eltern zucken dann kurz ein bisschen so zusammen und dann nimmt sie das Kind dann aus deren Armen raus und gibt es halt zu einem anderen der Reiter. Und gehen dann halt so durch und während der mit der Glatze irgendwie noch ein paar Sachen ruft und wenn Liberiel übersetzen kann, kann Inaril dann irgendwie verstehen, dass sind das alle? Irgendwie fragt. Und dann sich ein paar von den Reitern aufmachen und so in der Stadt ausschwärmen. Und ein paar Minuten später kommen die auch wieder und zerren so ein paar andere Kinder auf den Marktplatz. Ziemlich ruppig, weil die sich wehren. Liberiel, warum wehren die sich? Ich verstanden, dass die Kinder mitkommen. Also wahrscheinlich wurde das jetzt gesagt, dass die Kinder mitkommen sollen, oder? Ist ja auch gleichzeitig, dass das mit Citariel passiert, was wirst du ja wahrscheinlich auch noch mitkriegen. Citariel wird sich tatsächlich relativ zurückgezogen haben. Sie bekommt es noch mit, so im Ganzen, aber der Hauptfokus liegt im Moment auf Inaril. Dann wird das auf jeden Fall spätestens, wenn dann irgendwie klar ist, dass die ausgewählt werden und dann halt aus den Armen der Eltern rausgezogen werden, dann wird es spätestens klar, dass das, was die da einsammeln, kein Geld oder keine Früchte oder sonst irgendwas ist, sondern dass das die Kinder sind. Neue Novizen werden für die Kirche. Aber warum wollen sie nicht? Das verstehe ich nicht. Ich weiß es nicht. Das ist doch was Gutes. Ja. Das ist für die Kirche. Ja. Dann kann es nicht schlecht sein. Nein. Warum? Vielleicht, weil sie noch so klein sind. Aber die. Schau mal, sie sind doch vielleicht gerade mal 10, 9, 8 Jahre alt. Aber die Eltern sind ja auch traurig. Ja. Das sind Menschen. Du weißt doch, Menschen leben in einer Gemeinschaft. Sollte ich Ihnen sagen, dass Sie glücklich sein sollten? Es ist besser, sich nicht einzumischen. Die Kinder wechseln von der Gemeinschaft ihrer Familie und der Gemeinschaft der Stadt in die Kirche. Aber es ist natürlich schwer, loszulassen. Es fiel mir auch damals sehr, sehr schwer, aus meinem Himmel zu gehen und nach Roma Aeterna zu fliegen. Also nicht nur wegen dem Flug an sich, sondern die Bibliothek zu verlassen und meinen Mentor zu verlassen und mich dann in der neuen Schar anzuschließen und dann meine Schar zu verlassen und mich euch anzuschließen. Gut, das verstehe ich. Vielleicht sind sie deswegen so traurig und wollen eigentlich lieber zusammenbleiben. Sieht nicht gut aus, aber gut, Menschen sind auch anders als wir. Ja. Das ist ja schade, dass es so traurig ist für sie. Ich glaube, Menschen sind voller Ungewissheit. Ja. Wenn sie nur wüssten, wie gut die Kirche ist, dann wären sie nicht so traurig. Vielleicht sollte der Abt ihn. Er wird ihnen Trost spenden. Heute Abend in der Abendmesse. Ganz bestimmt. Ja. Und schau mal. Menschen sind in der Lage, ganz viele Kinder zu haben. Also schau mal da drüben, die Familie, siehst du die? Also ich strecke auch da auf der Erde stehend, ich bin so ein bisschen fokussiert auf Inaril, strecke so plötzlich den Arm aus, als wollte ich in eine Richtung deuten. Die sehen doch auch aus wie eine Familie. Guck mal, die haben alle diese braunen Struffelhaare und die Sommersprossen. Die sind eine Familie, die haben ganz viele Kinder. Das heißt, sie haben die Gesetze der Kirche gut beachtet und haben ganz viele Kinder. Raphaels Gebot. Er sagt, mehre dich und hab ganz viele Kinder. Gut. Und es ist ja auch eine Form, die Kinder, die jetzt mitgenommen werden, zu ehren. Das ist ja auch
die Erfüllung der Gesetze der Kirche. Dann ist es gut. Es ist sogar das Gebot von Uriel, die Kinder zu ehren. Ja. Dann ist es gut. Von Liberiel schwappt trotzdem so ein bisschen Mitgefühl, Mitleid, Traurigkeit für die Kinder und das Auseinanderreißen schwappt drüber und gleichzeitig dieses, es ist aber richtig so. Ja, einige sind auch gar nicht traurig, also es ist halt mal so, mal so. Einige sind auch irgendwie total stolz irgendwie, ne? Also wie gesagt, das habe ich ja eben bei Inari auch schon gesagt, das ist so sehr gemischt. So, die jetzt natürlich irgendwie aus den Häusern gezogen werden, das sind dann halt eher so die, die wahrscheinlich dann nicht so begeistert davon sind. Kannst du mir nochmal eine Karte ziehen? Ich krieg das ja auch noch mit. Okay. Oh, jetzt habe ich es vorgelesen, ich war gerade, glaube ich, gemutet. Ja. Ihr konntet es ja lesen. Ja. In unserer ersten oder zweiten Session hatte ich einen Albtraum. Nämlich, dass irgendwer, dass jemand, ich glaube, das war auf jeden Fall aus der Ich-Perspektive, dass halt jemand in einem dunklen Raum irgendwie unter einer Treppe oder so ist und dann hört man von draußen Stimmen und dann irgendwann fliegt die Tür auf und Hände greifen rein und reißen jemand raus und es gab dieses, da ist sie oder so. Mhm. Kann ich mich, jetzt wo die Bilder von Inariel kommen und von diesen Kindern, die aus den Häusern gezehrt werden, kann ich mich da genauer dran erinnern? Kann ich da ein klareres Bild von bekommen? Klarer vielleicht nicht, aber zumindest erinnert es dich stark daran, ja. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, auch so die Ärmel von diesen Händen, die dich gegriffen haben in der Vision, waren auch so mit Lederrüstung, verstärkten Lederrüstung und schweren Reiterhandschuhen. Ja, das passiert ja parallel. Das fiel mir nur gerade ein. Ja, aber ich tatsächlich, Inariel findet das sind sehr gemischte Gefühle, weil einerseits, das ist ja nur was Positives der Kirche, was zu geben und sie kriegen ja auch was von der Kirche zurück. Andererseits wirkt das halt nicht so nach was Glücklichen. Das ist nicht bei jedem gerade. Es verwirrt ihn gerade, aber Liberiel sagt ihm ja auch, dass alles in Ordnung ist. Von daher schaut er dabei zu, versucht daraus irgendwie schlau zu werden. Aber greift jetzt nicht ein, weil es ihm keinen Grund dafür gibt. Man wählt ungefähr so 10 Kinder aus. Dann kommen die in den Wagen. Warum ist der Wagen abgeschlossen, Liberiel? Damit die Kinder da drin sicher sind. Manche sind so neugierig wie du und würden sonst einfach versuchen, aus dem Wagen zu klettern unterwegs. Na, dafür sind doch die Templer da. Ja, aber die haben anderes zu tun, als die ganze Zeit auf Kinder aufzupassen. Du meinst wie ein Vogelkäfig oder so? Ja, genau. Und wenn man sie auf ein Pferd mitnehmen würde, dann würden sie vielleicht runterfallen oder du weißt ja auch nicht, wie schnell sie jetzt unterwegs sein werden. Na gut.
Das ist bestimmt nur, damit ihnen nichts passiert. Bestimmt. Und dann gibt es bestimmt Menschen, die da was gegen haben, wie die Schrottbarone, weil das ja die Kirche stärkt, die neuen Novizen. Das stimmt, die sind schlimm. Genau, was ist, wenn davon welche vielleicht übers Meer kommen oder versuchen, die Kinder zu entführen, um sich selbst zu stärken? Du hast recht. Weißt du, was ich mal gehört habe? Sie verfüttern mit Menschen, also sie geben die Menschen an ihre Maschinen, damit die laufen. Da kommen Menschen in Pressen. Dann werden sie ausgepresst, damit die Maschinen am Laufen bleiben. Die Bestien. Ja, die sind schlimm. In der Nähe von meinem Himmel war in einem Dorf. Die Schrottbarone haben es überfallen. Aber zum Glück waren die Templer da. Sehr gut. Sie nennen das dann Schmiermittel für die Maschinen. Das ist ganz eklig und so bösartig. Gut, dass wir die Templer haben. Ja. Ja, das gibt Inaria so ein bisschen Kraft hier, dass er auf der richtigen Seite ist. Ja. Bei Zetariel, die Frau macht sich dann irgendwie, wenn du sie los, also wenn du sie losschickst, irgendwie auf den Weg zurück zur Stadt. Langsam, aber. Ich Jeffrey bedankt sich nochmal für die Kette. Bleib auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen zurück. Oh, beobachte sie. Sie ist sich anscheinend sehr bewusst, dass du sie beobachtest und nimmt in kürzesten, aber läuft nicht sonderlich schnell, aber den direkten Weg zurück zur Stadt. Ja. Ich der Trupp auf? Ja, es passiert ja alles ein bisschen parallel. Und es wird ein bisschen noch brauchen, bis sie wieder in der Stadt ist. Irgendwie, das wird dann ungefähr so lange dauern, wie diese Suchtrupps da durch die Stadt laufen und irgendwie die Häuser durchsuchen. Und tatsächlich ist der Jeffrey dann aber auch einer von den Kindern, die dann auch noch irgendwie dazugezogen werden und ausgewählt werden und auch in dem Kastenwagen verstaut werden. Auch weil er freiwillig nach vorne geht, das Omelett ganz stolz zeigt. Ja, das freut mich für ihn sehr. Während die Mutter deutlich nicht so begeistert davon ist. Ne? Ich beneide die Menschen manchmal um ihre Gemeinschaft, weißt du, Inariel? Sie sind so eng beieinander. Ja, das Himmel habe ich immer gelernt, dass wir uns fernhalten sollen von den Menschen. Aber irgendwie... Das geht mir ganz genauso. Ich habe gesehen, wie sie sich umarmen. Manchmal so die Lippen auf die Wangen drücken. Oder auf die Stirn. Das ist eine Geste der Zuneigung. Mhm. Weißt du, verrat Zetariel nicht, aber ich habe mich mal weggeschlichen zu dem Dorf, von dem ich dir eben erzählt habe. Und? Ich habe mit einem Jungen gespielt. Oh, wow. Das war bestimmt spannend. Wie war das so? Es war dumm. Warum dumm? Es war das Dorf, das später überfallen wurde. Oh nein. Was haben die Schrottbarone da gewollt? Das weiß ich nicht. Haben sie die Menschen entführt? Umgebracht. Aber warum? Das weiß ich nicht. Vielleicht brauchen die Maschinen keine lebenden Menschen. Vielleicht. Das tut mir leid. Ja. Ging es deinem Freund gut? Nein. Ja. Oh. Das tut mir leid. Es ist lange her, es ist schon in Ordnung. Wie gesagt, verrat Zetariel nicht. Die natürlich die ganze Zeit mithört. Ich lege mal so meine Aufmerksamkeit Richtung Zetariel.
Inariel, die hört uns doch bestimmt zu. Natürlich. Und es schwappt auch natürlich so rüber höre ich zu dir. Alles, was über den Gedankenkanal läuft. Ihr könnt auf meinen Gedankenkanal keine Beweise. Das Gefühl ist, schwappt halt auch so zu Inariel, so ein, du weißt schon, so ein zweifelndes Gefühl. Ja, es gibt in der Stadt gibt es halt noch so eine Art Gottesdienst irgendwie auf dem Marktplatz. Wenn Liberiel übersetzt, dann kann Inariel da noch zuhören und irgendwie dann, es ist schon zu Ehren von den Kindern, die halt abtransportiert werden und so, noch so als letzte Verabschiedungsritus mehr oder weniger. Ja, dann mache ich das ungesehen mit. Das finde ich schön. Und danach brechen die auch relativ schnell wieder auf und verlassen dann die Stadt auf der anderen Seite und quasi Richtung Prag, also da, wo ihr herkamt, jetzt die Küste entlang. Mhm. Ja, dann werde ich mich auch zum Hafen auf den Weg machen. Am besten zu Fuß durch die Straßen. Das finde ich spannend. Aber die sehen dich nicht, die rempeln dich doch alle an. Ja, da bin ich vorsichtig. Wenn du auf der Straße lang gehst, wirst du vielleicht noch das ein oder andere Gespräch irgendwie zwischendurch mitkriegen. Eben. Und dann wirst du so Gesprächsfetzen aufschnappen, so dass sich die unterhalten, warum die Beutereiter denn jetzt schon wieder so früh da wären. Sonst dauert das immer länger, bis die kommen. Und dann irgendwie so die Erklärung, wir sind ja jetzt auch im Krieg mit den Schrottbaronen, vielleicht auch mal mehr Novizen und irgendwie so ein bisschen Unverständnis, warum die auf einmal so viele und mitnehmen. Also sonst hätten die wohl auch immer weniger mitgenommen. Aber und warum die so oft kommen in letzter Zeit. Das ist natürlich traurig. Und schön. Beides. Und natürlich auch ein bisschen ketzerisch, weil es doch sehr eindeutig ist, dass es so das Gros der Menschen hier eigentlich nicht so begeistert davon ist. Ja, so insgeheim, wenn alle weg sind, ne, so wenn die sich untereinander unterhalten, kann man das dann ja mitkriegen. Ja, sobald sie nichts anderes sagen, Liberi hat mir das ja schon erklärt, dass sie halt traurig sind, dass sie ihre Kinder nicht mehr bei sich haben. Das verstehe ich. Liberi fängt an, in diesem Gedankenkanal zu singen. Nämlich das Lied, das wir abends auf dem Fest bei dem Fischerdorf gehört haben. Ja. So ein bisschen, ist zwar melancholisch, aber es vermittelt auch so ein bisschen Geborgenheit vielleicht. Also zumindest Liberel scheint das Lied irgendwas zu bedeuten. Dann wird Inariel als Geist in diesen Straßen mitsingen. Ja, vielleicht wird sich einer oder das eine oder andere mal jemand umdrehen und schauen, wo die Stimme herkommt, aber man sieht dich ja nicht. Ja, und irgendwann wird dann Inariel dann, wenn es später wird, dann halt wahrscheinlich auch wieder zurück zum Wäldchen zurückkehren und dann seid ihr wieder alle gemeinsam. Vor allem möchte ich nochmal zum Hafen und schauen, ob ich irgendwelchen Seeleuten zuhöre, ob sie was zu sagen haben über das Wetter, über die Schiffsrouten, irgendwie sowas in Erfahrung zu bringen. Ja, das ist wohl so, dass morgen wohl auch ein Schiff in See sticht, Richtung Raguelsland. Ja, sie sind eigentlich alle sehr zuversichtlich da und es scheint so ein bisschen Business as usual zu sein. Gut. Ein bisschen hat man Angst vor Piraten von diesen berüchtigten britischen Inseln. Und die haben sich ja alle komplett abgeschottet und es gehen Gerüchte rum, dass Schiffe aufgebracht werden, weil die ihr Militär verstärken wollen, um dann gegen das Festland zu ziehen. Und dann wusstet ihr überhaupt, dass da keine Kirche ist auf den Inseln? Na, das kann doch gar nicht sein. Gut, ja, dann komme ich auch wieder zurück. Kann mir endlich wieder eine Hose anziehen. Hashtag ohne Hose. Keine Hose, kein Problem. Ohne Hosenengel.
brauchen mal auch so einen Rock für Inariel. Ja. Keine Hosen, kein Problem. Das kann ihn ja sowieso niemand sehen. Ja. Tolle Kraft. Hm. Andere können mit dem Finger heilen und andere können sich unsichtbar machen. Und Daniel kann Zwiebeln schneiden. Und Zwiebel dabei schneiden braten. Und rösten gleichzeitig, bitte. Ja. Du bist gemutet, D-Rex, wenn du was sagen wolltest. In dem Suppentopf schwimmen wahrscheinlich jetzt so kleine Quadrate, so Zwiebelstifte oder irgendwie sowas, weil das mit dem Rund, das hat er noch nicht so hingekriegt. Gut. Dann riecht es gut, wenn Inariel zurückkommt. Nach Suppe. Ja, dann tauche ich auch wieder vor euren Augen auf, als ich mir gerade noch so die Hose zurecht drücke. Habt ihr das alle eigentlich mitbekommen? Waren ja alle dabei. Nur ich habe mich irgendwann rausgezogen, halt so halt. Gut. Das ist traurig, oder? Aber auch irgendwie schön. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich fand das traurig. Aber sie kommen ja in die Kirche. Dort werden sie der Kirche einen Dienst erweisen. Da mit dem ganzen Land. Und Gott. Ja, ihr habt bestimmt recht, aber ja. Ihr habt vermutlich alle noch nie bei einer Geburt geholfen und Gefühle einer Mutter zu ihrem Kind kann man einfach nicht beschreiben. Das muss schmerzen. Also schmerzvoll sein. Ich habe mal eine Frau schreien hören dabei. Und dann wurden ganz viele rote Tücher weggetragen. Haben sie ihr wehgetan? Keine Ahnung. Nein, es ist schmerzhaft, aber das macht das Wunder umso größer. Aber Wunder sollen doch nicht wehtun. Das würde Vater nie zulassen. Naja, wenn man daran denkt, wie eure ersten Stunden waren, das war ja auch nun also unterschiedlich. Vor allem dunkel. Bei dir schon, ja. Na gut. Aber die Menschen haben gesagt, dass das immer häufiger ist. Aber sie haben auch gesagt, dass es Piraten gibt von den Inseln. Wahrscheinlich brauchen sie viele Soldaten. Aber sie holen sich da Kinder und keine Soldaten. Jeder Soldat war einmal ein Kind, oder? Nun, aber wenn sie jetzt Soldaten brauchen, naja. Ich verstehe ja nicht so viel von Kriegsführung. Ich auch nicht. Ich gucke Daniel an. In jungen Jahren sind sie formbar. Sie lernen schnell, werden schnell stärker. Aus ihnen werden gute Soldaten. Ich gucke Lyriel mit so ein bisschen so Hoffnung in den Augen an, so, na, siehst du? Und wenn sie dann so zurückguckt, stinkt. Ja, sie guckt dich immer noch ziemlich traurig an, versucht sich an einem Lächeln. Ja, kommt nicht ganz an ihre Augen an, aber sie beschäftigt sich dann halt wieder mit dem Essen. Die Suppe riecht gut. Das freut mich. Daniel hat mir gut geholfen. Mhm. Er hält so halb gekünstelt grinsend das Messer zu euch. Gut. Vielleicht lässt er es so kurz so zwischen den Fingern leiten. So ein Drumstick. So. Das wiederum würde er können. Er kann es halt nur nicht so Kartoffeln schälen oder sowas. Ja, Sachen kaputt machen, das kann's.
Ach, Katze. Hashtag Cat-Content. Ja, das Problem ist, wenn er im Weg steht, kann ich nicht sehen, wo ich drücken muss, um mich zu muten, um ihm zu sagen, dass er weggehen soll. Weiß er ganz genau. Ja, weiß er, natürlich. Ja, dann wird es ja, irgendwann spät. Ihr könnt euch dann an der Suppe noch gut tun. Eher eh selten für Engel, dass sie was essen, aber naja, in eurer Zusammenstellung, ja. Ihr habt so viele Engel, die gerne essen, also da scheint das irgendwie jetzt regelmäßiges Ritual zu sein. Ja, es fördert auch irgendwie die Gemeinschaft, deswegen wird es auch nicht unterbrochen. Ja. Zum Nachtisch bekommt jeder noch ein Stück kandiertes Trockenobst von mir. Das habe ich noch nie gegessen. Das haben extra mitgenommen. Das ist lecker. Das habe ich, glaube ich, noch nie so unterschiedlich gegessen, seitdem ich meinen Himmel verlassen habe. Naja, ihr wolltet ja auch einen Tag Pause machen, von daher wird dann am nächsten Tag der Tag halt irgendwie anbrechen. Und was habt ihr an dem Tag vor? In der Nacht wird nichts weiter groß passieren, es sei denn, ihr habt irgendwie noch Gespräche, die ihr führen wollt, am Abend oder in der Nacht oder der Wache oder so. Wenn wir jetzt noch einen Tag Pause machen, kann ich noch einmal auf das gemeinschaftliche Wissen zugreifen. Was brauchen wir noch? Ich weiß nicht, wie viel Ruhe wir in Raguels Land dann haben werden, dass ich so etwas machen kann. Da werden wir verstärkt wachsam sein müssen. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles. Mir fällt nichts mehr ein. Nein, mir auch nicht. Sowas wie Baupläne zum Beispiel für die Befestigungen? Hast du das nicht schon recherchiert, als wir um Alterna waren? Ja, schon. Man kann ja nie vorbereitet genug sein. Und ich denke, es wird doch... Ansonsten, Inaria, könntest du zur Jagd gehen und vielleicht ein Rebhuhn oder sowas fangen? Dann könnten wir einen leckeren Braten machen. Nein, ich denke, wir sollten morgen fliegen. Wenn das Wetter dementsprechend ist, werden wir uns auf den Weg machen. Also doch, zumal ja auch ein Schiff ausläuft. Und wir könnten gleichzeitig ein Auge auf die Umgebung haben, ob vielleicht sich diese Piraten in der Umgebung befinden. Also doch kein Tag Pause, sondern wir brechen morgen direkt auf mit dem Schiff. Nun, wir hatten heute unseren Tag Pause. Ach so. Ach so, war das gemeint. Wie geht's dir? Mir? Mhm. Mir tun die Muskeln gar nicht so sehr weh, wie erwartet. Ich bin schon viel stärker geworden, Inaria. Das ist sehr gut, dann wird das klappen. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst vor dem weiten Flug. Das ist in Ordnung, aber wir sind ja alle bei dir. Ganz genau. Ja, ich gehe mal davon aus, dass Daniel so ein bisschen auch Wache hält, weil es ja so seine Aufgabe ist. Daniel wird dann irgendwann stutzig werden, weil es öfters mal so, also es gibt die ganze Zeit irgendwelche Waldgeräusche, auch hier in diesem kleinen Wäldchen. Aber das gab so ein Rascheln, was immer näher kam. Dem bist du dann sehr schnell nachgegangen. Dann hat sich das Rascheln wieder von dir entfernt. Könnte jetzt ein Tier gewesen sein, du bist dir nicht ganz sicher. Und dann siehst du irgendwann so eine menschengroße Gestalt aber zwischen den Bäumen umherflitzen. Habt ihr das gesehen? Nein, was denn? Hier um uns herum ist schon eine ganze Weile seltsame Geräusche. Und da hinten, er legt da so ein bisschen in eine Richtung, ist gerade eine menschengroße Gestalt durch die Büsche gehuscht. Wir sollten vorsichtig sein.
Ja, ich gehe davon aus, dass wir hauptsächlich gedanklich gesprochen haben. Ich würde mal Inarel angucken. Mhm. Kannst du dich unauffällig umsehen? Aber natürlich. Dann schlage ich mich mal ins Unterholz Richtung da, wo Daniel was gesagt hat. Mhm. Inarel ist ja spezialisiert darauf, irgendwie Spuren zu finden und so. Und du findest tatsächlich Spuren irgendwie im Laub auf dem Boden und ja, auf dem Moos, irgendwie manchmal an Steinen oder an den Bäumen das Moos abgekratzt oder irgendwelche Zweige abgebrochen. Hier ist irgendjemand lang gelaufen. Ja, dann mit den Gaben, mit meinen göttlichen Gaben kann ich auch in der Nacht sehen, dann mache ich mich mal auf die Verfolgung. Ja. Vor allem, wenn es nur eine Person ist, von den Spuren her. Mhm, nur eine Person, ja. Ja. Sehr gut, dann mal hinterher versuchen, möglichst keinen Lärm zu machen. Das kann ich eigentlich gut. Irgendwann kommst du auf so eine kleine Lichtung, wo so eine Art Erdhügel ist, wo eine Tür drin ist. Also so eine Art Hobbithöhle, könnte man heute sagen. Aber so ein Erdloch quasi. Ein bisschen ausgebaut. Wahrscheinlich kann man drin. Draußen ist eine Feuerstelle, die allerdings aus ist. Es hängt irgendwie ein Fell zum Trocknen auf so einem komischen Gespann. Hier wohnt jemand. Und das ist eine coole Sache, um jetzt mal 3, 4, 5 Minuten Pause fürs Tee wegbringen zu machen, glaube ich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, Inarel hat eine merkwürdige Gestalt verfolgt und hat in eine Art Erdhöhle in die Erde gebautes Haus gefunden. Und ja, die Tür von dem kleinen Haus steht einen kleinen Spalt weit offen. Da kann ich ja wohl nicht anders. Also nachdem ich gesagt habe, hier wohnt jemand, schleiche ich mich ran. Ja. Du hörst dann irgendwie, wenn du näher kommst, irgendwie jemanden schwer atmen. Und irgendwie auch so ein bisschen, ja, irgendwie durch den Mund atmen auf jeden Fall und dann so ein bisschen so schlabbernd. Das klingt ziemlich eklig. Das will ich sehen. Ja, also wenn du durch den Türbreit guckst, dann ja. Drinnen ist es dunkel. Ja, das ist ja kein Problem für meine Augen. Stimmt, du kannst ja im Dunkeln sehen. Ja. Mhm. Ein Hoch auf Uriel. Die Gaben. Ich hab Dunkelsicht, du musst mir alles sagen. Ich hab Dunkelsicht. Okay. Habe ich mir gekauft mit Abenteuerpunkten. Ja. Nee, ja, dann siehst du eine zusammengekauerte Gestalt, wie die in der Ecke hockt. Versucht sich in den Schatten vor dir zu verbergen, was natürlich dann für dich ja kein gutes Versteck ist. Mit einer großen Kapuze irgendwie über den Kopf gezogen. Leicht unförmiger Oberkörper. Und auch ganz lange Ärmel, die über die Hände gehen. Und die Klamotten sind auch, also dieser große Umhang mit, ist auch nicht sonderlich neu. Ja, so ein bisschen abgewetzt. Bevor ich jetzt reingehe, frage ich nochmal, Zetariel, was soll ich machen? Ich glaube, der hat Schmerzen. Wir müssen herausfinden, ob er eine Gefahr vorbereitet. Wir sind ganz in der Nähe, sollte irgendetwas sein. Gut, dann werde ich aber mal die Sehne auf den Bogen ziehen und schon mal einen Pfeil auflegen. Und dann die Tür öffnen. Guter Mann.
verletzt. Kommt ein bisschen Bewegung in die Gestalt, die versucht irgendwie noch weiter von dir wegzugehen, aber es nicht mehr geht, weil das ist halt nur ein Raum hier. Muss dich nicht fürchten. Versucht sich so ein bisschen hinter dem Bettgestell, was so irgendwie so halt so zusammengezimmert ist, irgendwie so zu verstecken. Du musst dich nicht fürchten. Ich bin ein Engel des Herrn. Mein Name ist Inariel. Ja, es kommt nur ein schweres, ekliges Atmen. Ich gehe mal rein. Ich schaue mich mal hier um, bevor ich jetzt hier einfach so in die Hütte reingehe, gucke ich direkt mal an die Wände, ob da irgendwas ist. Ja, sie sind halt ja aus mehr oder weniger Lehm irgendwie gebaut. Irgendwie, also sehr glatt. Kaum was also in den Wänden was hängen, geht wahrscheinlich gar nicht richtig. Ja. Ja, ansonsten ist es sehr karg eingerichtet, halt ein kleines, so behelfsmäßig zusammengeschustertes Bett. Ein Schemel, ein Tisch. Also, was schon so ein bisschen, ja, die Überreste von einem Tisch. Also, so ein richtiger, schöner Tisch ist es nicht mehr. Vielleicht auch nur behelfsmäßig irgendwie aus irgendwelchen Trümmern zusammengeschustert. Und, man sieht dann irgendwie auch Spuren da auf dem Tisch, irgendwie, dass da jemand irgendwie geschnitten dran hat. Also so Einkerbungen. Und es riecht auch ein bisschen streng. Wahrscheinlich liegt da irgendwo ein Eimer irgendwie aus Holz, der irgendwie gefüllt ist mit irgendeiner roten Pampe. Und vermutlich Innereien von irgendwas. Und dann dementsprechend müffelt es hier auch. Fliegen gibt es hier ziemlich viele, die an den Wänden langlaufen. Also jetzt nicht übermäßig viele, aber durchaus Insekten vorhanden hier. Die auch so um den Eimer rumschwirren. Kann ich dir helfen? Warum bist du nicht in der Stadt? Ja, kommt keine Antwort, nur dieses schwere Atmen. Sei vorsichtig. Ja, gerade bei so Insekten, das ist immer ein bisschen, da bin ich wirklich vorsichtig. Lass mich dein Gesicht sehen. Ja, dann geht einmal ein Ruck durch die Gestalt und sie versucht irgendwie auf dich zuzustürmen. Weil du stehst ja immer noch an der Tür, ne? Dann zieh mir mal eine Kase. Okay. Ob und wie ich reagiere. Ja, sind sehr da die Karten. Und oh, wie schön. Bin ich mal gespannt. Es ist das sechste Arcanum, die Erzengel in aufrechter Bedeutung. Anziehungskraft, Beziehung, Neugier, Loyalität, Hingabe, Leidenschaft, Verbundenheit, Dualität, Attraktion, Ernsthaftigkeit, Offenheit, Sensibilität, Integration, Gleichheit, Romantik und Harmonie. Ja. ich werde jedenfalls nicht kein Pfeil abschießen, sondern eher den Pfeil von der Sehne nehmen, einen Schritt zur Seite gehen, dass er mich nicht packen kann oder so. Ihm eben aus dem Weg gehen und sagen, ich tu dir nichts. Ja, dann läuft er an dir vorbei. Nach draußen. Oh. Läuft weg. Und dann, ich laufe ihm hinterher. Wie sah er aus? Ich habe es nicht wirklich gesehen. Es ist halt eine unförmige, du vermutest männliche Gestalt. Jetzt irgendwie Schuhe oder so hast du es auch nicht gesehen. Irgendwie weite, wallende Klamotten mit der Kapuze und diese lange Ärmel, die über die Hände gehen. Die Kleidung ist zu tief im Gesicht gewesen, ich sehe es nicht. Kommt. Ja. Geh nicht alleine. Damit würde ich aufstehen. Ich werde ihn aber trotzdem verfolgen. Ja. Wir folgen dir. Wird vom Feuer aufstehen. Wird zu Daniel gucken. Wird zu Liberiel und Luriel gucken. Wollt ihr mitkommen?
Auf jeden Fall. Liberiel hätte am Feuer gesessen und gezeichnet in einem ihrer Notizbücher. Und sobald sie gemerkt hat, dass irgendwie was passiert, ich weiß nicht, hast du einen gesonderten Gedankenkanal gemacht oder haben wir anderen das mitbekommen? Ich habe das mitbekommen. Dann hätte sie aufgehört zu zeichnen und darauf konzentriert. Und wenn du dann aufstehst, klappt sie das Buch auch zu, steckt es in die Tasche und steht auch auf. Dann hätte Daniel wahrscheinlich schon, als diese Gestalt so auf Inariel losgeprescht ist, wäre der schon aufgesprungen und hätte eigentlich nur noch auf einen Befehl gewartet. Und wenn du dann sagst, wir kommen, wäre der dann halt auch schon schnurstracks in den Wald. Wahrscheinlich kann er ja über den Gedankenkanal auch ungefähr wahrnehmen, wo er hin müsste. Ja. Und wenn nicht, ich sehe wahrscheinlich nicht, was ihr seht, ne? Nee, das ergibt keinen Sinn. Ansonsten könnte ich euch ja leiten, aber das ist wahrscheinlich, wenn Citari das nicht aktiv fragt, wo es lang geht, hoffe ich einfach, dass ihr mich findet. Ich werde tatsächlich ein Stückchen über die Baumkronen fliegen, mit den beiden anderen wahrscheinlich im Schlepptau, weil Liberia mit ihren großen Flügeln nicht wirklich durch den Wald rennen kann. Und mich quasi darauf vorbereitet, durch die Baumkronen einfach zu fliegen, wie so ein Habicht ins Unterholz. Und von da wird es mir wahrscheinlich auch leichter fallen, dich irgendwann ausfindig zu machen. Ja, ich werde mich ja jetzt nicht mehr leise bewegen, weil ich den Menschen da verfolge. Ja, der ist auch im Nachteil gegen Inariel, weil Inariel ja im Dunkeln sehen kann, was er nicht weiß. Das heißt, er versucht sich immer wieder zwischen den Schatten der Büsche und Bäume zu verstecken, aber du siehst ihn halt jedes Mal und der versucht halt jedes Mal vor dir wieder wegzulaufen. Würde Inariel in meiner Sicht teilen, damit er uns lotsen kann, damit wir ihn eventuell ankreisen können. Weiter nach links, dann an der Eiche. Nein, das war eine Buche, die Eiche. Weiter links. Der andere Baum mit den Blättern. Wenn Daniel dann auch irgendwann über Inariel recht konkrete Richtungsanweisungen bekommt, würde er auch, um das Ganze zu beschleunigen, mal Davids Flinkheit aktivieren. Das macht ihn besonders schnell und besonders agil, sodass er halt auch recht eindrucksvoll sehr kurzfristig auch noch Bäumen ausweichen kann. Jetzt mal einer plötzlich das auftaucht. Ja, bei der Geschwindigkeit passiert das wahrscheinlich häufiger, als man denkt. Und würde dann wahrscheinlich versuchen, mal dem Flüchtigen irgendwie den Weg abzuschneiden oder sowas. Und vielleicht dann auch irgendwann einfach nur noch vor ihm stehen und der rennt dann einfach mal so gegen Daniel und prallt ab. Wollte ich auch gerade beschreiben, wie der irgendwie, also der ist eine ganze Ecke größer als du noch, aber trotzdem, Daniels ist halt nicht umsonst ein Engel des Gabriel, das heißt, der läuft den nicht rein. Und prallt mehr oder weniger trotz seiner überlegenen Größe von dir ab. Und bleibt dann so auf dem Boden liegen und Daniel erkennt dann, und Inaria ist ja auch da ziemlich nah hinter ihm und die anderen fliegen ja oben drüber, die haben das noch nicht so ganz im Blick, die kriegen es durch den Gedankenkanal mit, wie sie sich so leicht halt durch den Fall und durch den Sturz die Klamotten so ein bisschen verdrehen und man auf jeden Fall auf der einen Seite keine Hand sieht, sondern so eine Art Zange, wie es unter dem Ärmel hervorkommt. Okay. Ich möchte da bitte auch landen. Mhm. Wohin des Weges, Ketzer? Das weißt du nicht. Schau dir seinen Arm an. Verstehst du mich? Frage ich auf Latein. Es kommt nur dieses schwere Atemgeräusch mit dieses eklige Geräusch zurück. Ich dränge mich, also ich lande halt hinter den Jungs, dränge mich aber so ein bisschen vorbei. Ja, ich lasse dich auch vorbei. Doch, ne, und würde halt nur meine Hände vorzeigen.
keine Angst. Ich möchte nur nach dir schauen. Und würde dann, wenn das halt zulässt, quasi ihn berühren und das sehende Auge anwenden. Lyriel, Vorsicht. Wenn er es nicht zulässt, möchte ich ihn mit Daniel packen. Ja, also der weicht natürlich zurück und Inari und Daniel müssen ihn dann wirklich packen. Er merkt dann halt, dass der andere Arm nicht so unförmig zu sein scheint wie der eine Arm, der irgendwie freigelegt wurde. Fühlt sich eher normal an. Und wenn Lyriel dann irgendwie die Gestalt berührt und dann ihre Engelskraft aussendet, um die Gesundheit der Person zu quasi ihren Geist in den Körper des anderen stecken. Da sowas hat Lyriel noch nie gesehen. Das ist ein Wesen, das du nicht kennst, worin du dich jetzt gerade aufhältst. Das hat entfernt Ähnlichkeit mit einem Menschen, aber die Organe sind teilweise ganz woanders und das ist keine Schöpfung des Herrn. Okay, also ich kann im Endeffekt auch wahrscheinlich gar nicht wirklich einschätzen, ob da irgendwas... Eigentlich dürfte das gar nicht funktionieren. Ich würde mich im Endeffekt wieder zurückziehen und ihr habt ja schon einfach von Lyriel was erlebt, auch wie sie versucht hat, ein Stück Kohle wieder zu heilen. Und jetzt seht ihr zum ersten Mal, dass sie zumindest ein bisschen zurückweicht und um das nochmal deutlich zu sagen, weil ihr es gerade in den Chat schreibst, es ist keine Metallzange, es ist eine Chitinzange. Okay, wir haben einen Scheiterhaufen, Freunde. Nein, wir haben etwas für einen Scheiterhaufen. Den Scheiterhaufen haben wir noch nicht. Ja, nein, das Ding ist gleich der Scheiterhaufen. Wie gesagt, ihr seht zum ersten Mal, dass Lyriel zurückweicht und ich verstehe nicht. Wie was? Kann es... Wie... Was ist los? Ich nehme mal eine freie Hand und ziehe ihm diese Kapuze vom Kopf. Ja, wenn du die Kapuze wegziehst, seht ihr in ein grotesk verdrehtes und verändertes, halbwegs noch menschliches Gesicht. Irgendwie so quer über das Gesicht zieht sich halt noch ein menschliches Antlitz, vor allen Dingen die untere Hälfte, aber des Gesichtes ist schwer entstellt mit narbigen, pockigen Gewebe und also quasi als ob es weggefetzt wäre, aber trotzdem noch eine Form hat und das, keine Ahnung, jetzt weißt du wahrscheinlich auch, warum er nicht antwortet, weil der Mund eigentlich komplett fehlt und irgendwie ersetzt ist durch so ein merkwürdiges klaffendes Etwas, was so leicht so Ansätze von Chitin Zangen hat, aber es ist nicht ganz symmetrisch, also es funktioniert wahrscheinlich auch nicht vernünftig. Also man merkt dann irgendwo sind auch noch menschliche Zähne teilweise, aber auf der anderen Seite wieder nicht und es ist so eine ganz groteske Mischung aus Mensch und Insekt. Mein Gott! Daniel! Zieh mal eine Karte. Ich versuch's noch festzuhalten. Lyriel weicht noch mehr zurück, weil das weckt ganz fiese Erinnerungen und sie bleibt wirklich und will man. Das ist das siebte Arcanum, der Schöpfer in umgedrehter Bedeutung: Niederlage, Misserfolg, Zusammenbruch und Rache. Ja,
Du hast ja gerade gesagt, da kommen so was Ähnliches wie Mandibeln, Klauen. Nicht ganz, so wie, als ob es noch nicht ganz fertig wäre. Dann zögert Daniel erst so ein bisschen, weil er weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwo kommt bei ihm dieses Unfertig. Vielleicht ist da noch irgendwas Menschliches. Er ist über diesen Gedanken selber überrascht. Erinnert sich dann aber auch an seine Ausbildung und mal wieder an diesen sehr, sehr bedeutenden ersten Kampf in der Abschlussprüfung. Und über diesen Misserfolg ist er immer noch diese Narbe, die er davon getragen hat, ist er immer noch ein bisschen angefressen und dreht dann dieser Kreatur quasi einmal den Kopf komplett um. Es gibt ein ekliges, knackendes Geräusch und dann erschlafft Inariels und Daniels Griff der Körper. Lyriel, die ja immer noch ihre Gedanken ausstreckt, merkt, da weicht das Leben aus der Gestalt. Lass los. Was war das? Ist es allein? Ja. Jedenfalls habe ich niemanden gesehen, aber jedenfalls nicht in seiner Hütte. Aber es kann sein, er wollte sich verstecken, vielleicht ist noch jemand anders versteckt. Ich würde mich mal aufrichten und meine Sinne ausstrecken nach der Umgebung und möchte mal mit Prophet uns sichern, nicht, dass hier irgendwas um uns herum geschieht, wovon wir nichts mitbekommen. Sagt den Zuschauern auch nochmal genau, was das macht und wie das jetzt irgendwie auf Liberiel wirkt und wie es aussieht. Prophet ist eine Sigilgabe, die mir ermöglicht, Ereignisse vorauszusagen und mit welcher Wahrscheinlichkeit die um uns herum eintreffen können. Also ich werde mir diesen Typen angucken und dann mich aufrichten, in den Kopf, mich selbst um die eigene Achse drehen, die Umgebung betrachten, mir überlegen, wo wir sind, was ich vorhin durch Inariels Augen mit beobachten konnte, und all das wird zu so einem großen Cluster im Grunde in meinen Gedanken zusammengefügt, und im Hintergrund laufen Überlegungen dazu ab. Was habe ich in der Höhle gesehen? Wie weit ist die Stadt weg? Wie sieht der Typ aus? Insekten leben in Schwärmen unter anderem, aber der Wurm war nur alleine. Er sieht irgendwie unfertig aus. Was macht ihn fertig? Und das rattert bei ihr in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit runter, und daraus analysiert sie eine Situation und versucht zu ermitteln, ob er hier möglicherweise alleine ist oder mehr von ihnen da sind, die jetzt aus dem Hinterhalt möglicherweise herausschwärmen könnten und uns angreifen. Oder unser Lager, wo wir unsere Sachen zurückgelassen haben, vielleicht angehen, um dort uns unsere Sachen zu stehlen oder sonstiges. Ja. Liberiels prophetische Gabe ist zumindest so weit, gibt ihr eine Art Sicherheit, weil aus den vorhandenen Sachen, also bis auf das Insekten meistens in Schwärmen auftreten, findest du jetzt kein Anzeichen dafür, dass mehrere da sein könnten. Zumindest in dem, was Inariel an Bildern gesendet hat, zum Beispiel, es gab nur einen Stuhl und nur ein Bett und nur eine Spur. Also. Wie viele Hügel sind im Umland? Weil das würde auch reinfließen, weil er hat ja ein Erdloch, in dem er wohnt. Vielleicht sind auch noch andere ausgehöhlt. Das könnte natürlich sein, dass irgendwo noch so ähnliche Kreaturen sind, aber jetzt hier in der näheren Umgebung erstmal nicht. Okay. Warum sieht er so menschlich aus? Habt ihr schon mal gesehen, wenn Kinder mit etwas spielen, dass sie in einem Bild zusammensetzen? Und das sah so aus, als hätte man alle Steine durcheinander geworfen. Fast nichts war am richtigen Ort. Das hätte gar nicht leben können. Ich verstehe es nicht.
Hat Daniel in seiner Ausbildung irgendwas auch nur ansatzweise humanoid Wirkendes bei Traumsaat-Kreaturen gesehen? Oder ist das für ihn jetzt auch komplett fremd? Was Daniel weiß, ist, dass es Traumsaat-Kreaturen gibt, die sich irgendwie als wurmartiges Wesen in den Kopf von Menschen reinfressen und die beherrschen. Aber dann sind die. Aber das sähe wahrscheinlich anders aus. Dann bleiben die halt Menschen, ja. Sie handeln aber böse. So ähnlich wie Zombies meistens. Vielleicht wollte der Herr der Fliegen eins seiner Wesen menschenartig aussehen lassen, damit er hereingelassen wird in die Stadt. Dann wäre ihm das aber gründlich misslungen. Ich schaue mir nochmal sein Haus an. Die Wahrscheinlichkeiten, dass mehr dieser Kreaturen hier sind, ist relativ gering. Der Hügel ist zu klein, vermutlich, als dass da noch mehr Behausungen drin sind. Wenn, dann könnten mehr in den anderen umliegenden Hügeln wohnen. Soll ich da erstmal nachschauen, Citariel? Ich würde jetzt wahrscheinlich auffallen, dass ihr euch die ganze Zeit laut unterhalten habt, weil die Verbindung zwischen euch mal wieder abgebrochen ist. Und Citariel steht mit einem absolut leeren, stieren Blick auf dieser Lichtung. Ihre Augen sind auf dieses Ding gerichtet, das auf dem Boden da liegt. Und sie steht einfach nur da. Vollkommen regungslos. Citariel? Ist alles in Ordnung? Sie haben irgendwas mit Citariel gemacht. Citariel? Ich fasse dich mal an den Schultern und schüttel dich. Zieh mir mal eine Karte, Koali. Du bist gemutet. Das 16. Arcanum, der Himmel in umgedrehter Bedeutung. Gefangenschaft, Freiheitsentzug, Konflikt, Katastrophe, Störung und Aufruhr. Hammer, aber auch immer ein Glück. Das ist typisch, weil wenn es um fast nichts geht, sind ihr die besten Karten. Ja, dann passieren jetzt zwei Dinge und es tut mir furchtbar leid, aber du hast sie gerade angefasst. Zum einen wirst du von jetzt auf gleich den Stromschlag deines Lebens abbekommen. Es ist ein bisschen, als wäre von jetzt auf gleich plötzlich ein Gewitter über dir und ein Blitz hätte genau dich getroffen. Und dort, wo du sie gepasst hast, wirst du gepackt mit einem schraubstochartigen Griff und dann wirst du durch die Luft geschleudert ins Gebüsch, weg von ihr, mit einer unglaublichen Kraft und Stärke. Während Citariel mit gezogener Klinge herumwirbelt, die quasi in deine Richtung zeigt. Und dann steht sie 2-3 Sekunden da, schwer atmend. Und dann klärt sich ihr Blick. Und sie realisiert, was gerade passiert ist. Und sie lässt das Schwert sinken. Ja, ich bin sicher, ich bin mit dem Rücken gegen so einen Baum geknallt noch. Liegt jetzt am Fuß dieses Baums. Citariel. Ja, ich eile sofort zu Inaril. Also nachdem ich mich kurz berappelt habe, weil das war jetzt sehr plötzlich. Ja, kümmere mich um dich. Ja, du siehst sicherlich auch dieses Muster von diesen Blitznarben über seinen Arm und seinen Körper, was ja eigentlich ganz hübsch anzusehen ist, aber nicht ganz so schön ist. Ein Stück Holz ist das vielleicht, oder? Na, egal. Citariel dreht sich um und verschwindet. Schaut nach Citariel. Mir geht's gut. Nein, ich schaue nach dir. Daniel. Ja, noch bevor Lyriel was hätte sagen können, wäre Daniel schon hinterher. Dank Flinkheit des Davids bist du auch deutlich schneller als Citariel. Ich hole sie wahrscheinlich Daniel. Dann auch sehr schnell ein.
Cetariel, was ist passiert? Er hätte mich nicht anfassen dürfen. Geh zurück, verbrenn dieses Ding und dann brenn die Hütte nieder. Ja, das werde ich tun, aber was war los? Nichts. Alles in Ordnung. Zieh mir noch meine Karte. Aber klar. Hey! Willkommen im PvP gleich, oder was? Es ist doch schon längst. Es ist schon längst. So. Da haben wir Roma Eterna, eine Aufrechtbedeutung, Wachstum, Fruchtbarkeit, Weisheit, Machtzentrum, Prophezeiung, Nächstenliebe, das hattest du eben schon mal, glaube ich. Mhm. Gefühl und Schöpfung und Gleichgewicht und Heimat, Daniel. Was auch immer das für einen Gabrieliten bedeutet. Es gibt für Daniel, glaube ich, keine bessere Karte gerade als diese. So, keine, die weniger zu Daniel passt als diese Karte. Daniel hat tatsächlich gerade mal einen seiner sehr, sehr hellen Momente, vielleicht den hellsten seiner gesamten Existenz. Cetariel, wir sind eine Schar. Wir passen aufeinander auf. Du hast, wenn auch vielleicht nicht absichtlich, Inariel gerade verletzt. Was? Denkst du, das weiß ich nicht? Du bist unsere Anführerin. Wir sollen dir folgen. Dann müssen wir dir vertrauen können und deshalb müssen wir wissen, was los ist. Nichts von Bedeutung. Es ist schon wieder vorbei. Ein Engel des Michael verliert nicht so einfach die Kontrolle. Sie bleibt stehen, dreht sich zu dir um. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dir gerade einen Befehl erteilt. Okay. Daniel dreht um, geht und wird dann die Kreatur und auch den Bau anzünden, wie ihm befohlen wurde. Wie machst du das? Wahrscheinlich der... Und schmeißt du Inariel da raus, der gerade alles durchsuchen wollte? Ja, noch, das wollte ich, aber... Er ist ja, ja stimmt, noch ein bisschen angeschlagen, ja. Wird also, ja gerade erstmal verarztet. Also Daniel wird diese Kreatur schultern, zu diesem Bau dieser Höhle hinschleppen, die da reinschmeißen, sich diese Höhle vielleicht noch mal kurz angucken und dann diese komplette Höhle einfach in Brand setzen mit seinem Schwert. Mhm. Liberiel würde, während Daniel sich um Cetariel kümmert, hätte sie einen Augenblick gebraucht, um sich zu fassen, weil es schon ziemlich erschreckend war, dass unsere Michaelitin, die tags zuvor noch gesagt hat, ich beschütze euch, jetzt unseren Urieliten durch die Gegend wirft und schockt. Bis sie sich wieder fasst und sie auf ihre Aufgabe konzentriert, nämlich Wissen sammeln und sich dann nämlich an die Hütte wendet, um sie umzugucken, ob sie da irgendwas findet, was darauf hinweist, woher dieses Ding kommt. Das heißt, wenn Daniel dorthin kommt mit der Kreatur über der Schulter, würde er sie dort finden und arge Mühe, die ja Liberiel, die dort arge Mühe in der kleinen Hütte hat, irgendwie mit ihren Flügeln dort klarzukommen.
Ich guck mal, ob er irgendwas hat, was Aufschluss gibt, woher das er kommt. Das Wesen. Wie gesagt, das ist sehr karg eingerichtet. Das Wesen hatte anscheinend kaum irgendwelche Besitztümer. Viel Zeit hat Liberiel da auch nicht, um alles zu durchsuchen. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein oberflächliches kurz drüber gucken sein. Was du dann siehst, bevor Daniel reinkommt, ist, dass er wohl ein angelitisches Holzkreuz hatte. Also dieses Symbol, was wir auch unten in der Ecke vom Stream haben, dieses angelitische Kreuz. Den Engel mit den aufgespreizten Flügeln, genau. Und dem langen Rock. Mhm. Und dann wird Daniel schon irgendwie kommen und... Liberiel? Ja? Unsere Michaelitin möchte, dass wir diese Kreatur und das Versteck schnellstmöglich verbrennen. Und du wirst in seiner Stimme wahrscheinlich merken, dass er gerade mehr als angefressen ist. Hat sie dir auch wehgetan? Dann komme ich mal raus zu dir, die Flügel so angeknickt, dass ich mir durch diese Tür passe. Bist du in Ordnung? Du hast das Ding... Hat sie dir auch wehgetan? Sie ist unsere Michaelitin. Und in dem Moment schmeißt er die Kreatur nur noch rein und zündet dann das erste Wasser in der Tür quasi sie dann an. Und geht dann weiter. Also wieder zurück. Ja. Also dass da relativ viel Holzzeug in der Hütte noch drin ist, dass das zumindest wird sehr schnell Feuer fangen und verbrennen. Und ansonsten ist es halt ein Erdloch. Das wird halt dann wahrscheinlich eher ausbrennen, anstatt komplett zu verbrennen. Ja. Bleibe vor der brennenden Tür stehen mit dem Holzkreuz, das ich da drin gefunden habe, in den Händen und würde beten. Vater, wir haben ein Wesen gefunden, das dein Zeichen bei sich trägt. Vielleicht hattest du dich um Rettung angefleht. Vielleicht hast du deswegen uns hierher geschickt, auf dass wir ihn erlösen von seiner Qual. Den Kampf gegen den Herrn der Fliegen verloren. Nun schicken wir ihnen dein Licht, auf das du seine Seele läutern mögest. Und seiner Seele vielleicht Frieden gewähren kannst. Ja. Liberiel betet, Daniel zündet alles an. Wahrscheinlich auch die Gerätschaften, die draußen sind, irgendwie dieses aufgespannte Zeugs und so. Und man findet noch ein paar Werkzeuge, also so Messer oder sowas, was wahrscheinlich dann mit verbrannt wird, alles, was Daniel so findet. Liberiel kümmert sich um Inariel und was macht Citariel? Kommt sie irgendwann wieder oder versucht sie jetzt erstmal Abstand zu gewinnen? Sie wird Abstand gewinnen wollen. Sie ist selber total verwirrt und geschockt, was gerade passiert ist. Weiß aber auch, dass sie jetzt im Moment nicht zu ihrer Schar zurückkehren kann. Weil sie sich nicht diese Blöße geben darf. Sie weiß aber auch nicht, was sie machen soll. Dementsprechend wird sie einfach erstmal weiter in den Wald hinein. Immer geradeaus. Genau, erstmal immer weiter geradeaus. Und in ihrem Kopf wird einfach nur... In ihrem Kopf ist furchtbar viel los. Es gibt tausend Gedanken, die da gerade durchrasen. Vor allem Gedanken, die sie bis vor kurzem noch gefangen gehalten haben. In einem immer wiederkehrenden Strudel, aus dem Inaria sie gerissen hat. Was dazu geführt hat, dass sie ihn angegriffen hat. Und sie ist sich noch nicht wirklich sicher, wie sie daraus ausbrechen kann. Sie weiß nur, dass sie im Moment hier weg muss, weil sie eine Gefahr ist für ihre Schar. Und dementsprechend
geht sie halt erstmal wirklich weg und ziellos in den Wald hinein, um Distanz zwischen sich und dieses brennende Feuer zu bringen. Ja, dann verlassen wir die Engelschar für heute mit dem Blick auf Zitariel, wie sie zwischen den Bäumen im stehenden Schatten verschwindet. Einen kurzen Schwenk über Lyriel, die über Inariel gebeugt ist und ihm irgendwas zu trinken gerade gibt, wahrscheinlich oder so, damit da irgendwie. Und dem brennenden Erdloch, wo die betende Liberiel vorsteht und Daniel, der ein bisschen wütend sein Flammenschwert, vielleicht gerade die Gefühle, die er gegen Zentariel hat, gerade an den ganzen Sachen auslässt. Und bin gespannt, wie wir dann in 2 Wochen an dieser Stelle wieder aufnehmen. Ach, Menno, schon wieder fertig. Ja, die Spielzeit ist abgelaufen. Es gibt aber für alle, die gleich noch Interesse haben, einen kurzen Afterstream noch. Ich denke, da gibt es heute viel zu besprechen. Wenn ihr den gucken möchtet, der wird nachher auf meiner Patreon-Seite hochgeladen. Also wer an sowas Interesse hat, an Nachbesprechungen von Streams, der kann uns gerne unterstützen und dann könnt ihr da auch ein bisschen rein hinter die Kulissen schauen. Ja, das war krass heute, sagt Chibitawa. Ja, fand ich auch. Aber irgendwann musste es ja auch mal losgehen. Also ich weiß, der Reserve zu locken mit euren komischen Hintergrundgeschichten da. Tja, ich bin auch. Eigentlich muss bald endlich mal. Ich habe Albträume hier auf dem Bogen stehen, ne? Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Richtig. Ich glaube, albträumiger geht's nicht an. Ja. Wir haben ja auch morgen gar nichts vor, irgendwie, ne? Ja, wollte ja einfach nur über den. Ja. Rio glaub, Repo das sagt, dass er wegen uns eine Engel-Tischrunde startet. Das finde ich cool. Ja, kannst ja mal, wenn du die gestartet hast, ja mal Rückmeldung geben, wie es so ist. Ja. Cool. Finde ich super. Andere Leute zum Spielen animieren ist immer das tollste Kompliment, was man kriegen kann, finde ich. Also eins der tollsten Komplimente, die man kriegen kann. Ja. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, ihr Engelschar. Und vielen Dank, dass ihr da draußen zugeguckt habt. Wenn ihr das später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar unten drunter mit euren Vermutungen, warum Zitariel so ausgeflippt ist und was Daniel jetzt machen soll, damit er mal einem Befehl irgendwie nicht gehorcht. Und eure Vermutungen, was es mit dem Wesen auf sich hat. Und einfach mal Kommentar hinterlassen. Finden wir immer gut. Ich reiche die auch alle immer schön weiter an meine Spielerinnen und Spieler und die freuen sich jedes Mal wie Bolle, wenn sie irgendwas lesen können, was von euch kommt. Dankeschön schon mal dafür an alle, die bisher kommentiert haben. Cool. Ja, und wenn ihr nicht genug kriegen könnt, jetzt gerade in der Zeit, in der wir alle zu Hause mehr oder weniger festsitzen vom Rollenspielen, ihr wollt mehr, dann guckt doch mal auf dem Nerdpol vorbei. Über Yamera ist die ganze Zeit die Adresse eingeblendet. Da findet ihr jeden Tag mehr als einen Stream mindestens. In letzter Zeit eher so 4. Das heißt, ihr habt jede Menge Material, das ihr gucken könnt. Nicht nur Chroniken der Engel, sondern auch andere Systeme, wie zum Beispiel, was gab es diese Woche? Gab es City of Mist, glaube ich, von Katz und Wolf gab es diese Woche. Oder eben, wenn ihr vom Schmetterting Verlag gerade kommt, ich weiß gar nicht, haben die haben, glaube ich, Witchcraft noch gespielt parallel. Natürlich auch die ganzen großen Dinger hier, DSA, D&D, gibt es auch, was euer Herz begehrt. Und wenn ihr sagt, oh, da ist irgendwie nicht mein Haussystem dabei, dann vielleicht biet es doch einfach an und spiel und zeig anderen Leuten deine Geschichten, denn das ist immer höchst interessant. Es muss mehr gespielt werden, wie ein weiser, bärenartiger Streamer immer so schön sagt. Ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ich frage noch einmal kurz rum, wann ihr denn das nächste Mal zu sehen seid. Wo kann man D-Rex das nächste Mal sehen? Das nächste Mal morgen
Oder übermorgen, das wird sich noch rausstellen, weil da irgendwie wegen Corona in den späten Abendstunden noch Unterricht online nachgeholt wird, wird es bei Kako auf dem Kanal mit Starfinder, mit dem dritten Teil unseres Interludes weitergehen. Wir haben endlich unser eigenes Raumschiff betreten und sind auch direkt erstmal in den ersten Raumkampf hineingeflogen und das wird dann morgen oder übermorgen auf dem Kanal vom Kako stattfinden. Okay, und wo gibt's Yamera und Totnils nächstes Mal zu sehen? Wir werden am Samstagabend unsere ausgefallene Runde Wechselbalg Piraten des Traums nachholen. Ja, meine Spieler sind dabei, sich ein Schiff zu organisieren, das sie entweder von einem Schiffsfriedhof bergen und reparieren müssen, oder sie versuchen, ein Flaschenschiff in eine angemessene Größe zu bekommen. Wir schauen mal, was ihnen jetzt gelingt, um von der Insel runterzukommen. Ich bin für Flaschenschiff. Bin ich auch, aber dazu brauchen wir immer noch jemanden, der ohnmächtig ist. Bei 7 Sessions. Ja, schlagt irgendeinen K.O. Wir haben den, der hätte helfen können, K.O. geschlagen und jetzt dauert das Ganze halt länger. Man merkt, ich hänge etwas hinterher. Ja, Loki, gibt es dich auch irgendwo zu sehen demnächst? Fest geplant bisher das nächste Mal erst wieder bei Engel, außer es kommt noch spontan die schwarze Katze dazwischen. Aber da schauen wir gerade, wie das aussieht termintechnisch. Ja, okay. Schwarze Katze, auch immer ein sehr lustiges System auf dem Kanal von Kagrim. Und Feder. Am 23. gibt es Wechselbalg bei mir auf dem Kanal. Die nächste Folge. Ich bin selber gespannt, was genau meine Spieler da jetzt so verzapfen wollen, weil Ian hat noch ein Gespräch vor sich, auf das ich sehr gespannt bin. Kieran ist mal wieder alleine im Traum unterwegs, auf gefährlichen Pfaden. Auch cool. Ich bin mir noch nicht sicher, was Duncan macht. Aber naja, ich werde es herausfinden, wenn sie es mir mitteilen. Also dementsprechend schauen wir mal. Alles sind Vorbereitungen auf das, Finale des zweiten Abenteuers, das dann irgendwann wahrscheinlich nach dieser Session kommen wird. Irgendwann. Prima. Ja, und wenn ihr jetzt gar nicht wisst, was ich gerade erwähnt habe, hier die Kanäle von Kagrim und von Kako wurden ja angesprochen. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr die erreichen könnt, hier gibt es nochmal eine Liste, einen Link zu einer Liste von allen Nordpol-Rollenspiel-Streamerinnen und Streamern. Da findet ihr dann fündig und findet die Kanäle dann auch. Vielen Dank nochmal fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. In 2 Wochen geht's hoffentlich weiter. Wir haben ja jede Menge zu tun. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye-bye. Tschüss.